Hallo, liebe Magic-Freunde da draußen. Einen wunderschönen guten Abend zu einer weiteren Folge Magic Arena auf unserem iStuff-Kanal, dem Ilmenauer Studentenfernsehen, mit mir, dem Patrick. Magic Monday, mein persönlicher Freitag unter den Magic Streams, schreibt Timo. Danke sehr. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen. Schön, dass du mit an Bord bist. Ja. Es ist wieder Montag. Die Woche ist schon wieder am Start. Ne? Zeit geht so schnell vorbei. Und ich weiß nicht, heute ist irgendwie so richtig Herbst schon gefühlt. Da macht Magic spielen gleich noch mehr Spaß. Also drinnen sitzen und im Warmen. Während es draußen schon Herbst wird, kalt ist und neblig. Richtiges Fantasy-Magic-Wetter. Hi Michi. Schön, dass du da bist. Jetzt läuft es drüber. Auch hier. Nice. Ja, was habe ich heute mit euch vor? Heute werden wir wahrscheinlich ein bisschen draften, und zwar Eldraine. Was schreibst du? Für mich ist die Woche jetzt gerade erst vorbei. Ich habe es bis eben gehausarbeitet. Ah ja, stimmt. Du hast irgendwie eine Hausarbeit in Rekordgeschwindigkeit abschließen müssen. Irgendwie. Habe ich, glaube ich, mitbekommen. Also lief es gut rechtzeitig fertig geworden. Schätze ich mal. Ja, draften. Genau. Wir wollen heute ein bisschen draften. Ich muss gerade nochmal gucken, irgendwie. In less than a minute. Okay. Wir sind nämlich eigentlich rechtzeitig quasi heute an dem Punkt, also eigentlich 21 Uhr, in dem die Season des Monats endet. Ja, ach, Rekordgeschwindigkeit. Anderthalb Tage, war aber selber schuld. Michi schreibt, für mich hat die Woche angefangen, einen Termin nach dem anderen. Ja, ich habe auch noch ordentlich zu tun, um dann aber ein paar Tage noch freizunehmen diese Woche, bevor es dann wahrscheinlich die Woche drauf auch wieder ordentlich zu tun gibt und dann wahrscheinlich bis zum Rest des Jahres, wie es halt manchmal so ist. Ich weiß gar nicht, ob ich neu starten muss. Ah, Holy Atheist, hi, schön, dass du wieder einschaltest, Mensch. freut mich, dass es... so, sagen wir, gefallen hat, dass du wieder dabei bist. Ich muss, glaube ich, nochmal neu starten. Kann das sein? Season ends in less than a minute. Das steht doch wahrscheinlich schon seit 5 Minuten da. Ach, jetzt auf einmal geht's. Okay. So, Timo schreibt, ich bin jetzt erstmal frei und kann mich den Rest der Woche nach draußen legen und durchlaufen. Das klingt doch nach einem schönen Plan. Würde ich auch gerne. Genau. Ja, der Monat ist rum, deswegen kriegt man quasi ein paar Rewards. So, jetzt habe ich das Wort. Bei mir ist es jetzt diesen Monat ganz okay gelaufen. Das ist das, was ich zumindest ohne zu große Bemühen auch schaffe. Das heißt, im Constructed habe ich im August immer ein Platin geschafft. Hey! Und Silber im Limited. Ja, hab gesehen, dass du auch kurz bei unserem Turnierstream reingeschaut hast. Aha, aber ich habe nichts geschrieben, ja, nur gelurkt. Ja, da war ich gerade zu Hause angekommen an dem Sonntagabend, aber dann war es auch nur kurz, weil ich dann noch ein bisschen was machen musste. Gerade aus einem kurzen Urlaub zurückgekommen. Ice everywhere, ja, ich merk's, genau. Was interessant ist, ich meine, hier in dem Setup kriege ich das ja auch gar nicht mit, wer alles mitguckt, weil ich gar nicht moderiere und eigentlich nur streame und nicht weiß, was auf der anderen Seite passiert, außer durch den Chat. Ich habe das erst vor kurzem gelernt, dass man als Streamer das natürlich sehen kann, wer einschaltet. Funny. Okay, so. Ja, was heißt das jetzt hier, Season Rankings? Und zwar kriege ich jetzt ein paar Booster, ein bisschen Gold und ein paar Kartendesigns. Es dauert auch noch ein bisschen. Ja, wir kriegen hier 4 Booster. Speaker of Heavens und Pestilence Haze. Okay. Wahrscheinlich machen wir die auch gleich auf. Warum nicht? Schön am Anfang. Timo, das weiß niemand außer ich. Ja, sehr schön. Ja, damit sind wir Limited wieder Bronze und im Constructed wieder Silber. Aber das kriegen wir auch wieder hin. Ja, im Juli habe ich sogar mal auf Diamant geschafft. Da war ich etwas stolz auf mich.
Aber da war das noch Ructus Sacrifice Deck, was ich genommen habe, mit der Katze. Da ging es irgendwie einfacher. Ich habe exakt die gleichen Foils bekommen, lol. Ich bin mir halt nicht sicher, ob das auch wirklich immer, also die gleichen sind. Also mir ist es im Juni oder so aufgefallen, wo jemand gepostet hat, was er bekommen hat im Discord. Und ich dachte mir, ey, die hast du auch bekommen. Also es kann sein, dass jeder die gleichen bekommt. Ich bin mir halt nicht sicher. Aber wenn das jetzt schon wieder der Fall ist, deswegen, könnte sein. So, Packs. Ja, können wir gleich aufmachen. Also, bei mir fehlen auch noch sowieso ein paar Sachen. Ja, komm, machen wir erstmal am Markett. Heute mal andersrum. Wir machen jetzt erst Booster auf und dann spielen wir. Heute spielen wir auch sogar mal, glaube ich. Okay. This one, der 5 Damage. Plus 2. Also, ich kenne mich bei Amonkhet noch überhaupt nicht aus. Add one mana of any color. Okay. Das sind die Deserts. Cycling Länder. Naja. Struggle these damage to target creature. Okay. Ah, komm. Rare. Ah, das ist okay. Die Karte nehme ich. Swordseas. Ja. Ist ja, das weiß ich zumindest, ist eine Karte, die, glaube ich, nicht ursprünglich bei Amonkhet drin war, sondern jetzt mit reingenommen wurde. Aber ein Klassiker, kann man, glaube ich, sagen, im Magic. Target player reveals their hand, you choose a non-land card from it, that player discard that card, you lose two life. Genau, die waren Terrors zuletzt. Ah, okay. Gut zu wissen. Das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gewusst. Ja, mein Magic-Wissen hat irgendwann mal bei Kamigawa aufgehört und hat jetzt wieder mit quasi Eldraine angefangen. Und dazwischen klafft eine im ursprünglichen Terrors. Ah ja, genau, also jetzt nicht Beyond Death, sondern wann auch immer Terrors rauskam. Es ist, wie gesagt, in meiner großen Lücke im Magic. Ja. So, haben wir noch irgendwas Schönes in den Boostern hier, was wir noch nicht haben? Das alles relativ bekannt als Rare. Na, okay. Okay, das müsste man eigentlich auch alles haben. Als Rare. Ah, oh, gut, Wildcard. Warum nicht? Kann man gebrauchen. Okay, noch eine. Jetzt aber. Jetzt noch irgendwas Schönes. Teferi, Master of Time. Sehr schön. Ich glaube, bei dem müsste ich jetzt sogar das Playset dann voll haben. Nice. Ja, Playset voll von Teferi. Idol of Endurance haben wir jetzt auch vollständig. Sehr schön. So. Und, aber was ich zum Beispiel bisher auch noch nicht hatte, ist ein Ugin. Ha. Teferi. Teferi? Ach so, wegen 4. Ja. Ja. so. Ja, unser Ziel heute ist ein bisschen Eldraine Draft. Wobei ich bisher bei Eldraine Draft noch nicht so gut abgeschnitten habe. Also vor 1, 2, 3, 3, 3, 4 Wochen, glaube ich, gab es Eldraine als Premier Draft. Ich glaube, ich habe mal drei Varianten, drei Versuchen versucht und bin nicht so gut ausgekommen. Deswegen werden wir heute einfach mal gucken, wie es läuft. Das Schöne ist, es ist Quick Draft, das heißt, wie es der Name schon sagt, haben wir mehr Zeit. Ja, ansonsten noch als Ankündigung für alle die, die das nicht wissen: Morgen ist für Magic ein spannender Tag, denn Folge 14 oder 16 oder so. Genau, dann kann man das nochmal nachgucken. Wie der eine Draft so lief. Oh ja, ich erinnere mich. Oh, das war so ein schlimmes Missplay am Ende, wo ich das Spiel eigentlich gewonnen hätte und dann übersehen habe, dass die eine Sorcery natürlich kein Instant ist. Ansonsten hätte es geklappt. Naja. Ich sag mal unserer Draftgruppe Bescheid. Hoffentlich kommen ja noch ein paar Draft. Oh, oh je, oh je. Kannst du gerne machen. ja gut, mit ein bisschen Hilfe, warum nicht? Ne? Ansonsten, ja, weiß ich nicht. Draft muss ich halt noch ein bisschen üben. Da bin ich nicht gut, glaube ich. Also M21 ist ganz okay. Das habe ich mittlerweile gut gelernt, das Format, was man da so machen kann. Bei Eldraine kommt es immer noch so ein bisschen drauf an. Wo war ich stehen geblieben? Ach ja, genau. Morgen wird nämlich die ersten größeren Details zur neuen Edition enthüllt. Bei Magic zu Zendikar Rising wird es morgen einige Sachen geben, die rauskommen.
bestimmt auch ein neuer Trailer. Bin ich auch mal gespannt, wie cool der wird. Ich helfe auf jeden Fall gerne. Eldraine war auch so ein super cooles Draftset, finde ich. Ja, die Erfahrung fehlt mir halt leider, ne? Also bisher war ich von Eldraine noch nicht so. Nein, das stimmt nicht. Ich würde jetzt nicht sagen, ich war nicht überzeugt. Das wäre Quatsch. Aber es ist natürlich was anderes gewesen als jetzt. Gut, was habe ich bisher gedraftet? Theros Beyond Death ein bisschen. Ikoria und M21. Ja, das ist so die bisherige Erfahrung. Und da hat sich Eldraine ein bisschen anders natürlich angefühlt. Was ja im Prinzip ganz gut ist. Wäre ja dumm, wenn alles, jedes Format, jede Edition sich gleich anfühlen würde. So. Ansonsten, wenn ich noch jemand irgendwas hat, können wir eigentlich gleich loslegen, würde ich sagen. Bevor ich hier mich zu Tode quatsche. Genau. Wir werden auf jeden Fall einen machen. Skold würde auch reichen, dass wir vielleicht noch einen zweiten machen, wenn es doch schnell vorbei sein sollte. Genau. Ansonsten schauen wir mal, wie es läuft. Mal schauen. Ich habe jetzt die letzten Tage nicht viel Magic gespielt. Vielleicht bin ich ein bisschen eingerostet. Weiß ich nicht. Mal gucken. So, 5000. Achso, es geht auch schon los. Ich dachte, ich darf nochmal klicken. Okay, so, was... Achso, machen wir erstmal die Ansicht anders. Weiß gar nicht, wie das mit meinem Fensterchen aussieht, ob man alles erkennt. Kann sein, dass man die Rare nicht ganz erkennt. Ja. Ich glaube, wenn ich drauf gehe, sieht man es. Achso, na gut, die rutschen ja auch mal alle nach. Fenster ändern. Oh, das wird schwieriger. Das wird schwieriger. Ich weiß nicht, ob ich das mal machen sollte. Ah, sehe ich es ja auch. Sehr gut. Kann ich alle mit einmal markieren? Ja, das geht. Dann tun wir doch mal dahin. Das können wir auch wegmachen. Okay. Ach, geht schon so. Ja, gut. Zu spät. Jetzt habe ich mich bewegt. Aber danke. Okay, so, wir haben ja Zeit. Also, was glaube ich, was gut ist? Ich glaube, Blacklands Paragon ist ganz gut, würde ich sagen. Also, weiß ich nicht, aber ich habe den auch gar nicht, glaube ich. Also, für mich wäre der zumindest ganz cool zu haben. Revenge of the Ravens. Ich weiß, dass ich ein paar Drafts gegen die Karte schon gespielt habe und sie ziemlich nervig fand. Drawn in the Loch ist, glaube ich, ganz okay, wenn man die Farben spielt. Er macht doch was kaputt halt, ne? Counter target spell with converted cost less equal oder destroy target creature with converted mana cost less than equal to the number of cards in its control of this graveyard. Okay, also in Verbindung, genau. Blau, schwarz war glaube ich was auch mit Milling. Funktioniert es ganz gut. Im Purple Alliance ist ganz gut, wenn man zweite Kartenzaren macht. Beloved Princess weiß ich nicht genau. Naja, Fairy Gold Guide Mother ist auf jeden Fall gut. Flutterfox funktioniert ja, glaube ich, bei Eldraine ganz okay, dadurch, dass man ja öfters mal Food Tokens hat. Lonesome Unicorn ist, glaube ich, auch okay. Didn't Say Please. Weiß ich jetzt nicht so genau. Lockman Paladin. Return to Nature brauchen wir jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Curious Pair ist, glaube ich, auch okay. Raging Red Cap fand ich bisher immer ganz lustig. Und Merchant of the Whale, naja. Raging Harlequin, guten Abend. Ja, freut mich. Und Mr. Snake, moin. Wünsche ich auch. Freunde des gepflegten Draftens. Sehr schön. Jetzt wird die Bude langsam wieder voll hier. Ja, wir sind jetzt mittlerweile schon mittendrin im Draft oder gerade am Anfang eigentlich mit dem Pack 1, Pick 1. Genau. Finde ich ja immer der schwierigste Pick überhaupt. Nein, eigentlich nicht ganz. Man sollte einfach die stärkste Karte nehmen, habe ich mir sagen lassen. Man muss natürlich nur wissen, welche die beste Karte ist. Ich weiß nicht, ist es der Paragon? Kann man den nehmen? Ist der okay? Also ich habe ihn noch nicht. Deswegen fände ich den ganz cool, jetzt hier zu bekommen. Unabhängig von dem Draft. Aber man soll ja jetzt nicht einfach nur Karten nehmen, die man gerne hätte. Sondern am Ende soll ja was Gutes bei rumkommen. Irgendwie. Ich kann ja schon mal anmarkieren hier. So. Und warte, vielleicht noch einen kleinen Moment.
Ansonsten wüsste ich halt nicht, was ich drüber nehme. Also das ist ja halt schon zweifarbig. Naja. Ich persönlich schwanke zwischen Paragon, Revenge, Drown und Alliance. Das sind jeweils gute Karten für ihren Subtyp. Okay. Ja, ich bin dann, glaube ich, eher für Paragon. Also ja, die sind gut, aber halt auch gleich zweifarbig, ne? Da weiß ich nicht, ob das. Da weiß ich immer nicht, wie gut das ist, in seinem ersten Pick gleich was Zweifarbiges zu nehmen. Aber eigentlich ist es ja auch der erste Pick Paragon. Ja gut, dann ist das ja relativ einstimmig. Puh, okay, so was haben wir jetzt. Righteousness. Blocking Creature gets plus 7. Alliance. Oh, ja gut, das habe ich jetzt dann zu spät natürlich gelesen. Ja, zweifarbiges Macher oder Paragon als Rare ist schon gut. Jetzt haben wir ihn genommen. So. Cauldron's Gift. If you three black mana, spend two cards, mill four cards. You may choose a creature card in your graveyard. If you do, return it to the battlefield with an additional +1/+1 counter. Okay. Bringt was wieder, aber 5 Mana ist schon was. Blocking Creature gets +7/+7 until end of turn. Ich glaube, ich habe den einen Draft mal genommen. Der Savvy Hunter ist ja eigentlich, glaube ich, ganz gut. Gerade in dem Food Deck ja auch. Corridor Monitor. Okay, Queen of Ice. Whenever Ogre attacks, another target attacking Knight gains Menace until end of turn. Okay. Der ist. Ich muss gerade überlegen, was habe ich denn bisher gedraftet? Es war öfters rot dabei. Und dann fand ich den Ogre eigentlich ganz gut. Der Hunter ist ganz gut, leider kein Knight, aber sonst wohl die beste Karte. Definitiv der Hunter. Ja, okay. Der Hunter, alles klar. Gut. Wäre auch mit unter meiner ersten Wahl gewesen, das beruhigt mich. Golgari macht man nichts verkehrt. Alles klar. Ja, dann nehmen wir den. Ne? Können wir gebrauchen. Glaube ich sogar. Okay. So. Dann, was haben wir hier Schönes? Fairy Vandal. Second Card. Also für diesen Subtypen mit zweite Karte ziehen. Attack non-human creatures you control. Get +1/+0 and have trample. Okay. Wandermeer. Ist für Adventure. Creatures you control +0/+1. +2/+2. Ist, ich glaube, okay Karte, wenn man in dem Adventure ist. Wicked Guardian. In this battlefield you may have dealt damage to another creature you control. If you do, draw a card. Okay. Und der Swordmaster ist, glaube ich, in dem Knight Deck ganz gut. Merfolk Secret Keeper ist für das Millen ganz gut. Oh je, was kommt hier alles? So, jetzt können wir Food oder Knights spielen und haben eine gute Auswahl. Das Großbuchstaben kommen nur von meinem Wurstfinger. Achso, ich dachte, das war jetzt eine Betonung darauf, dass man damit nichts falsch verkehrt macht. Ich dachte schon, du schreist vor Begeisterung. Ja. Ich glaube, der Smithens Mordmaster ist nice, wenn wir bei den Rittern bleiben wollen. Okay, genau, das wäre jetzt auch so mein Gedanke für das Ritterdeck oder in Richtung Ritter gehen, wäre der ganz gut. Würde halt mit dem Paragon ganz gut zusammenpassen. Genau, Fair Randall weiß ich nicht, ob der so gut ist, wenn man nicht schon sich für die Richtung entschieden hat. Für 2 Mana 1/2 fliegend mit Flash. Ferocity of the Wilds bringt, glaube ich, dann vor allem in dem Rot-Grün wahrscheinlich dann noch mehr. Allein auch wegen dem Trample. Genau, das ist halt was für Adventure. Das haben wir bisher nicht so. Brimstone Trebuchet ist, glaube ich, recht gut. Vor allem auch in dem Ritterdeck, aber ich glaube, es macht keinen Sinn, die zu nehmen, wenn wir auch den Swordmaster haben zur Auswahl. Wäre ich, glaube ich, auch fast mehr für den. Genau. So, dann nehmen wir den, würde ich sagen. Sonst dauert, weiß ich nicht. Ich jetzt immer warte, in der Hoffnung, dass jemand anders was schreibt, damit ich sehr sicher sein kann.
wird wohl eher tablen als der Swordmeister. Ach so, dass die eher wiederkommt. Das könnte sein, ja. Genau. Ist ja eh auch Quickcraft, also die Bots. Ich weiß nicht, wie sie. Also ich habe es ja mit Quickcraft noch nicht gemacht, Eldraine, und davor ja auch nicht, als es mal rauskam, wie die Bots Eldraine handhaben. Nehmen wir den, ne? Ja, nehmen wir den Swordmaster. Okay. Bleiben wir auch in der Farbe, die wir haben. Sehr schön. Ich mag Trebuchets, aber das hat mit Magic wenig zu tun. So, was haben wir denn hier? Ich glaube, Marileaf Rider ist in dem Food Deck ganz gut. Da funktioniert er, oder funktioniert er auch recht gut. Hier mal wieder das Cauldron's Gift. Da habe ich jetzt echt keine. Also, ich weiß nicht. Ich würde jetzt in den ersten sagen, für 5 Mana was wiederholen. Vom Friedhof mit plus 1 Mage ist okay. Aber jetzt auch nicht zu berauschend. Ich glaube, der Griffin als 3-4er ist, na gut, 5 Mana. First Strike 2-1er für 2 Mana ist, glaube ich, recht gut. Genau, wir haben ja den Secret Keeper wieder. Ja, 1-1er, 1 Mana fliegend, okay. Der Reaper ist, glaube ich, ganz okay. Barge in. Kann man ganz gut nutzen für einen Commit-Trick, glaube ich. Curse Pair wäre für das Food-mäßige ganz okay. Also wenn man für das, die beiden wären, glaube ich, für die Food-Deck-Richtung ganz passend. Ähnlich wie das Golden Egg. Ja. Das ist jetzt so die Frage. Bleiben wir jetzt bei Schwarz und sagen, wir nehmen den Reaper oder. Weiß ich, Cauldron's Gift bin ich jetzt nicht so. Curious Pair könnte ja, kommt ja glaube ich auch nochmal bei dem Rider. Ja, ein Strongholds und ich mache ganz immer was gerissen. Und darüber, ich denke, wenn wir bei Rittern bleiben, ist der Youthful Knight oder der Marileaf gut. Achso, der ist auch ein Knight. Okay. Da wir schon grün haben, würde ich den Marileaf nehmen. Okay. Ja, wenn wir jetzt bei den Rittern bleiben, ja. Und dann. Kann ich nachvollziehen. Die Begründung. Also den Rider nehmen. Der ist ja Knight auch. Würde auch mit dem Hunter zum Beispiel ja auch funktionieren, falls wir den noch haben. Und. Ja. Geht jetzt in unsere Richtung. Ja, da haben wir Futenritter, genau. Geht in der Richtung schwarz-grünes Ritterdeck, okay. Also wird es wahrscheinlich nicht bleiben, aber. Okay. Ja. Können wir machen. Machen wir es mal so. Creature's Orage. Target opponent reveals their hand. You choose another card from the player's graveyard or hand and exiled. Okay. You may cast that card as for as long as it remains exiled, and you may spend mana as though it were mana of any color to cast that spell. Age of Empires 2. Ah. Sehr gut. Jetzt kommen hier die, na, sagt's doch. Wird hier sich über Strategie oder Aufbauspiel unterhalten. Finde ich gut. Ich glaube, der Witchstalker ist ganz okay, gerade wenn wir mit dem Food doch noch ein bisschen in die Richtung gehen. Ja, Age of Empires 2 und Stronghold, das sind ja genau die Klassiker. So. Also durchaus in der engeren Wahl jetzt für mich. Target opponent reveals their hand, you choose a non-land card from it, play this card, that card. Okay, das ist jetzt glaube ich noch nicht so relevant. Ich glaube, Forever Young ist auch ganz okay. Und die Bridge ist an sich auch nicht schlecht, aber ich glaube, der Witchstalker ist, gerade wenn wir so gucken, ja doch machbar, oder? Würde ich sagen. Wenn wir jetzt auch schon grün ein bisschen mehr haben, dann kann man den schon nehmen, oder? Ja, die zwei Grünen wäre auch meine Wahl. Okay, alles klar. Da sind wir uns ja einig. So, haben wir hier was Schönes dabei. In Weiß haben wir nochmal das plus 7, plus 7. Fortifying Parishion. Achso, hatten wir vorhin auch schon mal. Das war das mit plus 0, plus 1. Den Squire. Runaway Together ist.
Glaube ich ganz gut sogar, aber halt blau. Garvin Bridge Carver. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wenn man jetzt in den Farben bleiben will, wäre es dann eher Pear. Oder ist man jetzt doch mit Pick 6 noch an dem Punkt zu sagen, man nimmt vielleicht noch was anderes? Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Das ist dann so eine. Also, meine Überlegung ist gerade so: okay, muss man vielleicht noch entweder weiß oder rot irgendwann nehmen? Obwohl, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, das zu entscheiden. Und dann auch immer noch die Möglichkeit, was zu nehmen. Einfach, wenn wir jetzt bei Knights bleiben, gibt es ja doch einige Knights mit weiß oder rot, die man vielleicht sich nicht unbedingt entgehen lassen will. Aber wenn wir jetzt erstmal bei der Richtung bleiben, wäre es ja wahrscheinlich Curious Pair. Der Cover ist nicht schlecht. Combo Trick und danach noch ein Body auf dem Field. Aber das Pair für Food ist auch okay. Also so ein bisschen zwischen denen quasi, ne? Bin ich mir jetzt auch nicht sicher, ob Curious Pair, also da haben wir jetzt schon zwei gesehen, ob die wiederkommen könnten, ob die tablen können. Cover hatten wir, glaube ich, noch nicht. Ja. Das kann gut sein, ne? Wäre natürlich ein bisschen Risiko. Okay, das macht nicht so viel Sinn. Ja, dass wir drauf pochen, dass es vielleicht wiederkommt. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, wie die Bots da so ticken. Ja, kommen wir. Per kommt vielleicht noch. Kam wahrscheinlich auch, aber. Ja. Ah. 2-1 Risiko. Ja, probieren wir es. Komm, kann ja noch schief gehen. Okay. Redcap Melee. Ja. Giant Opportunity. Funktioniert. Da bin ich mir nicht sicher, ob die Karte in einem, wenn wir jetzt mehr so in Food-Richtung gehen, funktionieren kann. Die ist richtig gut mit Food. Okay. Na, das war jetzt gerade so eine Überlegung, ne? Also im Notfall macht sie einen entweder Food. Also Food macht sie auf jeden Fall. Und wenn man es passend hat mit zwei Food, kann man stattdessen ein 7-7er Giant bekommen. Und ein 7-7er Giant ist schon nicht schlecht. Outflank. Giant Opportunity im Food Deck. Ah, wenn es mehr jetzt in die Food-Richtung geht, ne? Dann lassen wir den Youthful Knight hier liegen. Ansonsten ist jetzt auch für uns nicht sowas dabei. Nehmen wir das mal. So, dann haben wir hier noch einen Marileaf Rider. Der wäre jetzt schon die Wahl über der Cabin wahrscheinlich. Also die macht ja halt auch nochmal Food. Oder? Ansonsten, das Unicorn bringt uns nicht viel. Oder müssten wir halt jetzt dann Rot noch mit reinnehmen. Weiß ich nicht, ob er dafür gut genug ist. Blow your house down. Finde ich eine sehr schöne Anspielung an das Märchen. Up to three target creatures. Vor allem auch da mit den dreien. Sehr schön. Can't block this turn. Destroy any of them that are walls. Ja, cool. Es ist wahrscheinlich der Rider, oder? Noch. Die Cabin macht nur dann Food, wenn man schon drei Wälder hat. Ah ja, stimmt auch wieder. Stimmt auch wieder. Ist natürlich an der Bedingung geknüpft. Und kommt vielleicht auch nochmal irgendwann. Also wird es wahrscheinlich eher der Rider sein. Dass wir den noch einmal haben. Haben wir noch was für zwei Mana? Warum nicht? Und ist auch nochmal ein Knight. Okay. Ja, Pokern hat sich gelohnt, ne? Curious Pair ist wiedergekommen. Genau, ansonsten, ja, bleiben wir jetzt erstmal bei den Farben und haben Curious Pair. Ja, Riders und the Storm aus Need for Speed. Das waren Zeiten. Oh Mensch, hier wird er ja richtig in Erinnerungen geschwelgt heute. Sehr schön. Need for Speed, ja. Ich weiß nicht, ich glaube, das Need for Speed ist für mich auch so lange her, dass ich das mal gespielt habe. Da sahen die Autos auch noch sehr, also wenn man es heute sieht. Sehr klötzchenhaft aus.
auf der. Boah, war das. Habe ich das auf der PlayStation 2 mal gespielt oder war das PlayStation 1? Das ist schon so lange her. Okay, haben wir was für uns dabei? Felder sind. This one. 5 Damage to Target Creature with Flying. Okay. Und create a Food Token. Und Target Creature gets plus 1 plus against Death Touch until end of turn. PS2. Ah, okay. Hast du es gespielt? Und Timo, okay, Need for Speed war dann doch vor meiner Zeit. Need for Speed vor deiner Zeit. Aber vorhin über Age of Empires 2 reden. Interessant. Müssen die eigentlich nicht zeitlich? Ah, ich weiß nicht. So, Lash of Thorns. Kann man das spielen als Combat-Trick? Also man, gut, man tauscht irgendeine Kreatur, die man selber hat, gegen was Großes vom Gegner ein. Funktioniert ja manchmal. Also ich weiß nicht, 5 Damage to Target Creature with Flying. Gut, man kriegt den Food-Token noch. Aber ob man Lash of Thorns vielleicht eins spielen kann? Lash of Thorns sind beide gut für das Deck. Ja, die Frage ist, was ist besser? Wobei ich jetzt eher für das Lash bin, glaube ich. Würde ich sagen. Das ist jetzt meine Idee. 3, 2, 1. Mache ich mit beiden nichts verkehrt. Naja, dann nehme ich mal das Lash. Okay, so. Return to Nature ist, glaube ich, nicht so sinnvoll, oder? Age of Empires 2 ist genauso alt wie du. Okay. Dummy ist ein Knight. Der Dummy ist ein Knight, ja, das stimmt. Also wäre der die Wahl, okay. Also gibt es an sich aber halt für den Return to Nature überhaupt groß Ziele bei Eldraine? Jetzt mal unabhängig davon. Boah, krasser Sound. Okay. Witch's Cottage wird es wahrscheinlich sein. Okay, man braucht halt drei Sümpfe, ne? Aber ja. Ach so, Ember. ja, Revenge of Ravens zum Beispiel. Stimmt, das haben wir vorhin. Und Embercleave, natürlich. Okay. Gut. Ist natürlich jetzt die Frage, wie oft kommt das vor, dass man als Target. Wie oft kommt man vor, kommt es vor, dass man die auf die trifft? Drawbridge kann man, glaube ich, spielen, oder? Vor allem, wenn man nichts anderes hat. Ja, das brauchen wir erstmal nicht. Alles klar. Pack 2. Ha. Okay. Okay. Ja, spielt man eher im Sideboard. Ja, okay. Das haben wir ja nicht. Wir spielen ja Best of One. So, was haben wir denn hier? Hushbringer ist wahrscheinlich okay. Prinzipiell 2 Mana, 1-2 Fliegen mit Lifelink und Enter the Battlefield-Effekte. Also, das ist im Constructed manchmal, ja, sieht ganz okay. Okay, Abzahn. Was war Abzahn nochmal? Können wir Mana fixen? Achso, ja. Wobei der Paladin ist auch lustig. Der Paladin. Wo ist der Paladin? Der Garenbridge-Paladin. Garenbridge. Garenbrick. With a counter. Can't be blocked by. Okay, ja, der ist ganz witzig. Hat zwar ein weiß, schwarz, grün. Also, dass man noch, dass man weiß mit reinmacht. Okay. Kann ich das sehen? Naja, weiß ist ja doch ein paar Ritter. Ne? Und Karspringer könnte ich in meiner Sammlung auch noch gebrauchen. So ist es nicht. Also, wenn wir uns alle einig sind. Paladin, weiß ich nicht. Ah, der wird aber wahrscheinlich nicht nochmal kommen. Nee, nee. Quatsch, ist die einzige grüne Karte. Destroy Target Creature with Power 3 or less ist auch okay, oder? Würde ich sagen. Also, klar, es gibt noch bessere Removal. Im Vergleich zu Haarspringer. Ja, Mana fixen, ja, ist so eine Sache. Man kann das Springer auch als Value Pick nehmen und nicht ins Deck nehmen, wenn man die Karte noch braucht. Ja, das, ja. Ja. Ha, okay, das hat mich so.
hat mich überredet. Okay. Also die Option haben wir ja auf jeden Fall da. Oh, nochmal ein Hunter. Prinzipiell würde passen. Der Skua war Combat Damage to a Creature. Der Skua ist in dem Food Deck ja dann ganz gut. Der Shepherd ist ja auch nicht schlecht. You control, okay. Kann man aber als Instant ganz gut nutzen. Da bin ich jetzt so ein bisschen überfragt, ob man jetzt lieber nochmal einen Hunter nimmt. Na gut, 3 Mana, 3 Dreier ist eigentlich ja, kann man gar nicht so viel falsch machen, ne, wenn man den zweimal hat. Aber der Skurs sind halt beide nice. Denke ich, würde grün-schwarz bleiben und den Hunter nehmen. Ja, also dass man da jetzt nicht den Shepherd als Option mit reinnimmt. Okay. Ja, also ich tendiere jetzt auch zwischen den beiden. Ah ja, das ist ein guter Hinweis. Hunter ist natürlich ankommen. Das stimmt. Ja, okay. Okay. Ah ja. Für das Knights Deck natürlich nicht schlecht. Skua kommt nochmal. Okay. Glauben wir das mal. So. Okay. Das war ja, glaube ich, nur mit Non-Humans, ne? Das ist jetzt aktuell noch nicht so pralle bei uns. Doppelt Off-Color. Ja. Ja, was ein bisschen schade. Würde jetzt in, wenn wir Rot und Weiß mehr hätten, dann würde es gut passen. Okay, das bringt nur was für Adventure. Brauchen wir nicht. Sacrifice an Artifact, another creature, put a plus one counter. Forbidding Fruit kann ja funktionieren, glaube ich, in dem Deck. Ach, stimmt, wir haben Gingerbread. Ah ja. Okay. Stimmt wohl. Ja, Gingerbread kann ich mir vorstellen. Alles klar. Food. Ja, Gingerbread ist okay. Warum nicht? So, ha! Okay, kann man Hunter dreimal spielen? Das Appetite kommt ja vielleicht nochmal, ne? Logisch. Okay. Ja, also das macht er mittlerweile ja schon hier. Wie viele Hunter spielst du? Alle. Ich verstehe die Frage nicht. Wie viele? So viel wo geht. Ja, okay. Komm, müssen wir jetzt nicht so lange überlegen. Nehmen wir halt noch einen. Alles klar. So. Der Paladin. Brauchen wir 3 Mana. Ist ansonsten aber halt ein Knight. Beziehungsweise, sonst ist er nur eine 3-2er. Mit Menace ist halt aber auch okay. Und ich glaube, der. Gut, Artefakt heißt natürlich auch Food Token, aber. Ja, weiß ich nicht ganz genau, ob das sowas bringt. Also, ich brauche ja dann 4 schwarze Mana. Das ist jetzt gar nicht so. So machbar, vielleicht. Damit ich überhaupt spielen kann. Und dann brauche ich 3 schwarze Mana, um 2 Schaden irgendwo hinzuschießen. Und muss ein Food opfern. 4-mal schwarz wird hart, ja, ne? Das, okay. Paladin wird einfacher zu spielen, ja. Denke ich auch. Ja, okay. Ich weiß nicht, wir bräuchten halt, glaube ich, so langsam ein bisschen was noch an Removal. Kann das sein? Okay, Cauldron's Gift haben wir schon wieder hier. Was zurückbringen. Wir haben nochmal einen Rider. Slash of Thorns ist quasi unser einziges im Prinzip. In sowas wie eine Richtung Removal gehendes. Ach so, genau. Vorhin hatten wir überlegt, ich weiß nicht, ob man den dann spielen kann für sowas. Na gut, 2 zu 1 tauschen für Mana Fixing. Menace ist nice, wenn doppelt geblockt wird. Nur Te ja, Death Touch dann drauf geben ist natürlich. Oh ja. Okay.
Ja, schwierig, ne? Weiß ich nicht, ob man noch einen dritten Rider nimmt. Wenn wir in den Farben bleiben. Das Squire braucht man nicht. Dafür haben wir ja auch schon ein bisschen was. Für zwei Mana. Der Eye Collector. Ich gucke jetzt gerade das erste Mal auf das Bild so richtig in Verbindung mit den Namen. Ist schon lustig irgendwie mit dem Eye Collector. Naja. Also weiß ich nicht. Gefühlt das Sinnvollste ist für das Deck zumindest der Rider, aber dann haben wir den schon dreimal. Weil der drei. Naja, 3, 1er, dreimal. Kann man das machen? Macht das Sinn? Oder ist jetzt doch irgendwas, was noch besser wäre? Sag ich mal. Mensch nicht. Die anderen Sachen sind ja jetzt eher so raus. Baut gut Druck auf, ne? Das könnte es halt zumindest machen. Das stimmt schon. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, was ich sonst nehmen soll. Ich weiß nicht, das Gift ist halt, glaube ich, nicht so. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir irgendwas Großes haben, was wir unbedingt wiederholen müssen. Also. Okay. Nehmen wir den Rider. Alles klar. Das macht was kaputt. Paladin ist immer mehr in Rot. Ich glaube, der Wa Waffenrock. Nee, Weapon Rack. Das ist kein Rock. Weiß ich nicht. Kann man die Aura spielen? Plus 3 and Reach. Und ist noch ein Giant. Oder macht man halt einfach mal einen so ein One-Drop rein. Weapon Rack ist ganz gut und toll, ist auch nice mit dem Rider, wenn man dann sagt, eine Kreatur muss ihn blocken. Also, dass man das mit dem Food-Opfern macht. Dass man dann, ja, dann ist er immerhin eine 6-4er. Das ist schon was. Weapon Rack ist okay. Okay. Da war ich mir nicht sicher, ne? 4 Mana und dann kann ich die Marken halt Runde für Runde verteilen, ob das gut ist. Ja. Toll ist der Beanstalk. Sagt mir fast ein bisschen mehr zu. Ja. So, haben wir hier noch was Schönes? Okay. Wahrscheinlich Prophet. Der ist 6 Mana 5-5er mit Scry 2 ist ja, glaube ich, ganz okay. Ansonsten ist jetzt nicht zu sagen. Da müssen wir noch was anderes reinnehmen. Was anderes haben wir ja nicht. Na gut, das. Ich würde das Enchantment picken. Okay, ja, habe ich alles richtig gemacht. Ist wahrscheinlich der Prophet, wa? Ja, was anderes. Was für eine Frage. An den Farben ist ja nichts anderes da. Ah, oh, es hat gemiaut. Okay. Ja. Und noch weiter nichts in den Farben da. Dann die Puppe. Ansonsten haben wir da irgendwas, was wir so mitnehmen wollen. Ja, Hate picken müssen wir ja nichts. Nee. Müssen wir nicht. Ja, wäre jetzt nur schön, wenn noch irgendwie. Boah, okay. Das dritte Mal in Folge, nichts in Schwarz oder Grün. Ja. Ja, gut. Wenn nichts da ist, dann können wir eigentlich auch einfach das Claim nehmen. Das bringt ein bisschen mehr Prozente. Würde ich sagen. Ja, genau, Claim als Value Pick. Ja, gut, da ist der Squire da. Oder ein Red Cap Melee, aber. Squire könnte man im Notfall noch spielen, falls man nichts anderes hat. Insatiable Appetite. Kann im Food Deck ja funktionieren, wahrscheinlich. Oder nennt man noch ein Lash of Thorns? Naja, wahrscheinlich den Appetit, oder? Im Food Deck kann er ja schon funktionieren. 5 plus 5 plus 5. Haut dann ja schon ein bisschen rein. Dann lohnen sich die 2 Mana auch.
Und ist ein, ja gut, ja, es ist. Ist ja prinzipiell doch leicht besserer Combat-Trick als das Lash of Thorns. Zumindest gehen wir hier in eine Richtung, dass wir unsere Kreatur nicht verlieren. Lash mit dem Rider ist Removal, der Appetite kann ein netter Finisher sein. Ja. Ein bisschen Removal brauchen wir ja noch. Ja, den. Okay, ja gut, alles klar. Nehmen wir eher den Appetit. Alles klar. Okay. Pack. Ah. Ja. Alles klar. Das ist doch schön. Puh. Wicked Wolf, ja. Ja, da lohnt sich das Caps Lock, ja. Okay, der passt da ganz gut rein in das Deck. Schön, das freut einen doch. Alles klar. Dann wird wahrscheinlich jetzt hier auch der Pick, gerade weil wir noch Removal brauchen, schon das Bacon to a Pie sein, würde ich. No Fat Finger involved, ja. Genau. Bacon to a Pie, ja. Ja, das hätte ich jetzt auch. Ist mir sofort auch ins Auge gefallen. Okay. So, der Order of the Midnight ist nochmal Knight und ist, glaube ich, ganz okay, würde ich sagen. Ja, so gut, ne? Denke ich mir auch. Can't block, ja, aber mein Gott. Und sowas hat er gerade eben schon mal getabled. Kann er nochmal tablen, also brauchen wir da auch nicht lange überlegen. Okay. Trail of Crumbs können wir, glaube ich, auch spielen, würde ich sagen, oder? In dem Food Deck funktioniert das ja dann ganz gut. Ja, auf jeden Fall. Ja, klar. Doch, doch. Okay. So, was haben wir hier? Memory Theft war das Discarden. Noch einen zweiten Appetit. Was macht der? 2-2er. Und wenn mit Adamant ist es eine 3-3er. Nochmal den Appetit. Ja, gut. All the good stuff. Man muss es dann nur noch spielen können. So. So, was haben wir hier Schönes? Wintermark Toughness. Der ist ja an sich ganz gut, ne? Aber mit dem Weiß. Splashen haben wir jetzt eigentlich ja eher rausgenommen, oder? Vor allem haben wir ja nichts zum Fixen. Where that battlefield you may have a deal 2 damage to another creature you control. Weiß ich nicht. Kann man da den Treefog nehmen? Wahrscheinlich schon, oder? 6-5er. Ist schon eine 6-5er. Den Splash weglassen, ne? Ja, Treefog solide. Okay. Machen die nochmal Schweinchen-Token. Ach so, aber 6 Mana. Okay. 6 Mana? Ja gut, wir haben jetzt ja auf jeden Fall eh schon einiges. So. Noch ein Tor. Wahrscheinlich eher nicht. Die Hellebarde bringt wahrscheinlich für uns nicht so viel. Ne? Wir haben nicht so viele Hellebarde vielleicht, ne? Okay. 4 Mana. 4 Mana, 2 plus 1 plus 1 machen auf einer Kreatur ist auch ein netter. Ach ja, genau das. Okay, jetzt muss ich kurz überlegen, was du meintest. Okay, die können wir spielen, ja? Wir haben hier 1, 2, 3, 4, na gut, 5, 6, 7, 8. Ja, okay, es geht wahrscheinlich, ne? Und die Gingerbread kann das auch tragen. Habe einige, ne? Okay. Ja, gut, eine kann ich mir vorstellen, ja.
Ist okay, solide, alles klar. So, Flex Intruder. Flexen. Intruder. Steel Claw Lance. Okay. Ist natürlich für das Ritterdeck auch nicht schlecht. Und das so spät noch? Okay. Spannend. Kann man spielen, oder? Ich meine, ein Mana, 1-2er. Ja, gut, was haben wir denn sonst zur Auswahl? Na gut, die Frage muss ich mir ja eigentlich auch stellen. Ja, könnte man vielleicht. Ja, das kommt so spät, weil die Bots leider sehr komisch pinken. Ja, ich glaube, ein reines Knights-Deck wäre auch gut gekommen, ne? Also mit der Lanze jetzt hier. Davor hatten wir irgendwann mal den. Hier den Night Lord. Ja, wahrscheinlich jetzt eher die. Sp Oder nehme ich den einfach nur, damit ich ihn habe? Weiß ich nicht. Die Spinne werde ich da wahrscheinlich nicht spielen. Sehr, sehr wahrscheinlich nicht. 1-5er? Nee, ich glaube nicht. Kann auch mal Flyer blocken, ja, aber werde ich sie am Ende im Deck haben? Ich meine, ich habe jetzt schon. Ja, gut. Removal haben wir nicht viel. 19 Kreaturen hier. Oh, Guter Blocker gegen Aggro. Ja, nehmen wir sie halt erstmal. Und gucken dann mal. Ist okay, ist okay. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes? Und Propheten hatten wir jetzt schon mal. Genau, das brauchen wir alles nicht. 7 Mana, 5, 7er. Hab einen grünen Draftex, gerne mal eine Spinne. Okay. Reach Blocker ist immer solide. Ja. Das stimmt schon, da habt ihr schon recht, ja. Da ist ja jetzt eigentlich nicht mehr viel dabei, was wir noch nehmen können. Also, was wir auch spielen würden, glaube ich. Kalafix brauchen wir nicht. 7 Mana, 5, 7er. Spielt man das? Ich glaube es nicht. Ja, die Propheten. Entschuldigung. Da nochmal ein Dummy nehmen hier. Oder doch das Rack. Dummy. Dummy, Dummy, Dummy. Jetzt eher das Rack. Okay. Noch eins. Und ich glaube, das war's dann. Peu à peu Kreatur stärker machen ist auch nicht schlecht. Ja. Da kann ich jetzt nicht widersprechen. Alles klar. So, dann haben wir erstmal. So, wenn ich jetzt wüsste, welcher Höhe das war. Lassen wir es mal so. Okay. Ja, das sollte so halbwegs gehen. Haha, 45 Karten. Das heißt, 5 Karten raus. Hier haben wir jetzt auch nichts. Ach so, gut, die Spinne stand noch zur Option, ne? Gut, dann sind es 46 Karten. So, was kann denn davon raus? Dieb 3 bleiben. Spinner steht dann noch zur Option. Giant Opportunity könnte aber halt ganz gut funktionieren wahrscheinlich. Bacon 2-Ply bleibt auf jeden Fall drin. Man könnte den Carver wahrscheinlich rausmachen, oder? Ich glaube, der Carver ist jetzt nicht so. Da haben wir, glaube ich, Besseres. Witchstalker bleibt drin. Wicked Wolf bleibt auch auf jeden Fall drin. Treefolk würde ich auch drin lassen. Curious Pear auch. Der Smitten Swordmaster. Wir haben jetzt ja schon noch einige. Wo sind sie? Acht. Acht Knights. Okay. Ein paar. Paladin und Carver sind meine ersten Cut-Vorschläge. Genau, Carver haben wir schon. Dann doch den Paladin. Okay. Ah, 4 Mana.
Ja, der hilft auf jeden Fall. Der ist ja quasi auch nochmal ein Combat-Trick. Trick. Ansonsten ist ja eigentlich alles so ein bisschen schon okay. Curious Pear ist auch eher so meh. Ach so. Alles klar. Ich dachte, das Creative Food kann man schon gebrauchen. Oder haben wir sonst eigentlich genug Foodquellen? Wir haben drei Hunter. Ja, okay. Dann nehmen wir den Paladin mal raus. Ich glaube, wir spielen schon 17 Länder. Oder? Wir haben Food für vier Hochzeiten und ein Todesfall. Ja, der Todesfall, ja. Ah ja, da haben wir auch nochmal eine Foodquelle, genau. So, dann noch drei. Ich weiß nicht, Landkarten wahrscheinlich nicht, ne? Wie ist denn eigentlich das Verhältnis? Okay. Ja gut, aber relativ ausgeglichen lassen ist ja schon nicht schlecht, ne? Wobei wir haben viel doppelt grün und ganz wenig doppelt schwarz. 16 ist schon okay. Okay. Macht's einfacher, es sind nur noch zwei, die raus müssen. Ich weiß nicht, macht man einen Rider vielleicht raus? Würde ein Swamp cutten. Ja, schon geschehen. Nicht, wenn ich bei einer Hochzeit dabei bin. was machen wir noch raus? Zwei noch. Na gut, das bringt nichts, viel zu gucken. Non-Human ist keine Kategorie hier. Kann ich auch mal das machen hier. Das verstehe ich übrigens auch nicht irgendwie. Also, ich weiß nicht, ist das also in der englischen Tastatur anders, aber wenn man halt Doppelpunkt macht, dann lässt man sich halt die FPS anzeigen. Weiß ich nicht, wer sich das ausgedacht hat, dass wenn ich hier irgendwelche Befehle eingebe, dann automatisch damit Tastenkürzel des Spiels drücke. Naja. Alle Kreaturen minus Humans gleich Non-Humans. Ja, genau, so funktioniert das. Ja, doch, schon. Ja, doch, schon. Das funktioniert wirklich. Ja, wenn ich hier oben die Zahl nehme, ja, dann 10. Das sind ja echt viele. Ja, dann lassen wir das drin. Nehmen wir einen Appetit raus? Ah, ich weiß nicht. Das. Wie viel müssen wir da? Zwei müssen wir opfern. Okay. Wie lange gebraucht habe ich, bis kapiert habe, mit welchen Taste ich die FPS-Anzeige wieder wegbekomme, ey. Ja, aber ich halt auch mal. Also vor allem habe ich mich. Ich habe irgendwann mal hier oben Sachen eingegeben und dann habe ich mich gewundert, warum steht das da auf einmal? Was soll das denn? Wie habe ich denn das da hinbekommen? Ah, es ist schon. Ja, verstehe ich nicht ganz. Wie viel muss man noch cutten? Ach so, das sieht man nicht, ne? Da ist mein Gesicht im Weg. Hier sieht man es besser. Zwei müssen wir noch cutten. Mit Rechtsshift nicht. Ja, stimmt. Ist aber sehr ungewohnt. Zwei müssen wir noch cutten. So, back to business. Ich weiß nicht, ob man einen Rider rausnimmt. Vielleicht. Oder nehmen wir dafür doch lieber eher so einen Dummy raus. Deswegen habe ich das nie bemerkt, weil ich immer Rechtsschiff mache. Okay. Ja, wahrscheinlich ist es so mit links das zu machen. Keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nie groß Schreibmaschinen schreiben gelernt. Würde aber jetzt nicht behaupten, dass ich wenig mit der Tastatur arbeite. Dann einen Appetite. Cutten. Ja, wo ist er denn? Ach, das bleibt hier unten, aber ich komme nicht ran. Okay. Ja, alles klar. Das kann ich verstehen. Ah, jetzt ist weg. Sehr schön. Cool. So, jetzt aber. Alles klar. Genau. Dann brauchen wir noch ein was. Und zwar, ich auch nicht. Zehn-Finger-Suchsystem. Oh ja, das kenne ich auch. Jetzt ist er wieder da. Ach so, ja, so rum. Jetzt.
Genau, also was ich überlegt hatte, ist. Bridge haben wir ja eigentlich auch. Na, obwohl die Bridge ist ja schon manchmal ganz lustig, ne? Zwei Mana, 0-4er, ist als gut als Defender und mit der Fähigkeit, Haste zu geben, kann man manchmal auch schon gut was machen. Die fand ich bisher ganz gut. Also hier ist nicht so viel. Also ist es der Rider? Ist es. Oder wir spielen ein Ham Sandwich. Hilft auch gegen die Mildex. Aber 41 Karten und wir sind bei 16 Länder. Ja, ich meine, ich. 41 Karten kann ich leben. Also warum nicht? Habe ich auch schon gemacht, wenn man sich halt echt am Ende nicht entscheiden kann. Rausnehmen kann man immer noch was. Ja, ich kann auch immer noch was raus, reinnehmen, aber. Ja. Ham Sandwich in einem Food Deck sounds legit. Ja. Okay, so. Ist klar. Please speicher. Danke sehr. Achso, ich habe es auch nicht eingeschaltet. Alles klar, cool. So. Also ein Draft schaffen wir auf jeden Fall. Gut, vielleicht sind es jetzt auch drei Losses, dann schaffen wir noch einen. Das Streamer-Special 41 Karten. Ja, ich weiß nicht. Ich denke mir dann halt auch immer, was kann schon an einer Karte mehr oder weniger so schlimm sein? Das soll passieren. Man hat halt nur. Man hat eben Gegenteil, man hat eine Karte mehr. Mehr Möglichkeiten. So, wir spielen. Ach, wir spielen auf Bronze, stimmt ja. Oh, sehr gut. Gut, davor waren wir auch nur Silber. Ah, ja. Ist okay. Ist, glaube ich, okay. Dann noch einen Sumpf ziehen, dann können wir das nochmal nutzen. Ich weiß nicht, spielt man Flexen Intruder gleich? Ach so. Ja, wahrscheinlich schon. Bis wir 7 Mana kommen, ist das Spiel wahrscheinlich vorbei. Frag mal Shibi. Gleich spielen und Druck aufbauen, ne? Ja. Ich überlege nur, spiele ich zweite Runde dann den Rider? Ja, wahrscheinlich schon. Ob ich das zweite Runde spiele und der dritten den und Haste gebe, führt in beiden Fällen nur dazu, dass ich in der dritten Runde angreife. Okay, Forest. Ach so, ja, geht ja gar nicht. Ja. 1-2er, los geht's. Komm, SDR. Alles klar, wir haben ein Land gezogen. Es war leider nicht der Swamp. Gleich spielen, Druck auf. Ach so, genau, das war noch das. Okay, wir spielen erstmal noch einen zweiten Forest. Müssen ja auch noch nicht verraten, welche Farbe wir noch haben. Sacrifice und dann kann ich Destroy Target Artifact or Enchantment. Nö, 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 das muss nicht sein. Das heißt, hat auch noch Zeit. So, Gegner spielt noch weiß. Hat jetzt den Defender hier. Ach, noch ein Forest. Pff, das hätten wir auch das später spielen können. Will ich das Mehrvolk aus dem Weg räumen und hier den Rider opfern? Macht das Sinn? Würde Swamp legen. Wenn nächste Runde Swamp kommt, haben wir den Bake ready. Ja, das stimmt schon. Die Frage ist, greife ich jetzt an und tausche hier? Ach so, ja doch, tausche hier. Gegen 3. Ich würde mir, also eigentlich gut, Swamp wäre schon schön, aber jetzt dreimal hintereinander, also drei Länder hintereinander, wäre jetzt am Ende eigentlich aber dann auch nicht ganz so schön. Die zwei Forests waren jetzt schon nicht so. Tausch anbieten. Zwei Mana war das, ne? Okay. Da wird der Tausch angenommen. Okay. Ja, müssen wir mal gucken, was jetzt kommt. Drei Länder.
Drawbridge hätte man natürlich später spielen können. Okay, das Ei ist nicht so schlimm. Ja, da ist der Swamp. Sehr gut. Ich finde, jetzt reicht es aber auch mit Ländern. Also, muss jetzt nicht noch mehr werden. Ja, genau, ja, genau. Drawbridge hätte ich erst in der zweiten Hauptphase spielen sollen. Ja, erste Hauptphase. Es ist manchmal echt noch ein Problem bei mir, dass ich da etwas mehr Taktik in den Takt legen müsste. Dreifarbig, okay. Mountain noch dazugekommen jetzt. Imagine being a landlord. Ja, also wenn jetzt noch ein Land kommt, dann finde ich es dann langsam ein bisschen unfair. Okay, das mit dem Opfern war was beim Golden Egg? Add one mana. Achso, alles klar. Nee, was? Hä? Hä? Was hat er denn gemacht? Die sind schon nicht so schön, ne? Wir können halt nicht viel gegen die machen. Na gut, vielleicht doch. Ja, doch, macht schon Sinn. Jetzt was Großes und Haste. Ja. Naja, aber es ist immerhin ein bisschen was, ne? Wir können immerhin zwei Schaden machen. Es ist immerhin nicht plus minus null. Was anderes bleibt uns ja eigentlich nicht übrig. Aber ich glaube, den müssen wir ja schon bearbeiten. Aber ich verstehe das. Was hat er denn mit dem Ei gemacht? Er hat es geopfert für das Mana of any color. Nur um dann die gleiche Farbe wiederzumachen. Das habe ich nicht verstanden. Ja, nächste Runde sind es schon drei. Genau. Ist jetzt noch die Frage, was spielt Gatwick? Okay. Jo. War ein Missplay, ne? Okay, ja. Ach. Gatwick into Pie, ja. Denke ich mir halt auch, ne? Dann können wir immerhin schon, er hat halt so viel nachgezogen. Das ist echt nicht schön. Das hat er nicht eigentlich schon so abgeworfen. Okay. Human Pie. My turn. Oh. Oh. Spiele ich das Land jetzt noch? Er hat halt sechs Karten jetzt auf der Hand, ey. Und es wird bestimmt was dabei sein. Trade anbieten und dann erst drauf machen. Ah ne, only a sorcery. Achso, hm. Dann Removal offen haben, ja. Ja, vielleicht. Vielleicht wäre das eine Variante gewesen. Aber Trade hätten wir ja nicht an. Achso, ja, vielleicht wäre das besser gewesen. Ja. Ja, vielleicht ziehen wir jetzt ja was Gutes. Ich überlege nur gerade, was haben wir noch im Deck, was jetzt gegen die 5-5er klarkommt? Bake it to buy hat mir leider nur einen. Ach. Oh.
Aber jetzt habe ich nicht auf den Scry geachtet. Shit. Ein Block mit Gedwick erzwingen, genau. Ja, wir wären 3-4 gewesen, auf Skyns gegangen und dann hätte er vielleicht mit Gedwick geblockt. Ja, das wäre eine Variante gewesen. Kann sich jetzt nicht entscheiden, was er abwerfen soll. Das ist entweder gut oder schlecht für uns. Wie kriegen wir den Propheten weg? Er ist ein Human, okay. Aber wir haben ein bisschen was zum Pumpen vielleicht. Weil die 4-5er bringt ja nicht viel. Die Gingerbrut. Okay, naja. Die Gingerbrut kann immerhin unten durchlaufen. Ja. Ja, spielen wir noch eins. Also mein Plan wäre jetzt +1/+1 auf Gingerbrut, damit wir die Skyans weiter bearbeiten können. Vielleicht meldet der Gegner sich ja selbst. Ja. Fast schon durch die Hälfte durch. Oder schon, ne? Also die 4-5er bringt ja nichts. Ja, ja. Dann sind die Skyans unter Umständen nächste Runde kaputeput. Wobei, hat er bestimmt vielleicht auch ein bisschen was an Removal. War das nur mit Haste, ja, ne? Boah, 7 Mana hat er auch. Aber gut, dann hat er nächste Runde. Er kann mir den Prophet auch nicht gut angreifen, weil wenn der Intruder durchkommt, kann man das tauschen mit den Skyans. Ja, vor allem kann ich mit. Stimmt, der kann ja Artefakte zerstören. Aber er greift mit dem Propheten an. Ja. Gut, blocken müssen wir jetzt. Ah ja, gut, hat eh Trampelschaden auch. Gut, First Strike. Ja, nee. Ja, durchlassen, denke ich auch. Jetzt hat er halt natürlich auch diese 5-7er noch, ne? Food Opfer. Nein, wir haben Sachen, die. Hey, die Spinne! Wuhu! Okay. So, hier wird ja locker geblockt. Also, Skyans machen wir jetzt auf jeden Fall kaputt. Wir werden aber nächste Runde dann mit. Unter Umständen 7 mit Trampel und 5 angegriffen. Dann haben wir die Spider, mit der wir vielleicht was wegblocken könnten. Er wird ja nicht mit beiden angreifen. Und hier. Nee, würde er nicht. Dann kann er ja sonst nichts spielen. Genau, Spider findet 5, ne? Ja, jetzt macht sie Sinn, ja. Jetzt macht es ein bisschen Sinn, ja, die Spider. So, erstmal hier Kollegen Science weg, Skyns weg. So, wir haben unsere Spinne. In Forest. Können wir auch auf der Hand lassen erstmal. Können Notfall Food opfern, falls nötig. 2 Mana haben wir ja noch. Und die 2 Mana bringen eh nichts, wenn er getappt ist. Okay, wir haben 2 große, fette Kreaturen beim Gegner rumliegen. 4 Karten auf der Hand. Wir haben noch ein Forest. Charming Prince. Okay. Na, greift immerhin das Ding nicht an. Das ist auch schon mal was. Scry. Alles klar. Ich denke mal, die 5-5er wird wieder wahrscheinlich, ne? Und diesmal blocken wir aber auch. Ja, nee, Food würde ich jetzt nur, wenn es drauf ankommt. Für mich war das jetzt nur in der Überlegung, falls hier der Milz sich echt noch weg hier.
Noch 17 Karten. Da noch der Scry. Zwei Top, ein Button. Okay. Okay. Doppelblock bringt nichts. Und auf 8 gehen. Naja. Hey! Ryder, du hier! Was? Nein. Jetzt. Das Block da hier. Oh. Jetzt Death Touch oder so nächste Runde. Oh, shit. Und jetzt, wo wir unsere Spinne geopfert haben. Mann, Mann, Mann. Ist jetzt an der Zeit, die Brücke zu opfern? Vielleicht hätten wir auch erst die Brücke opfern sollen. Okay. Ja, der Peak greift weiter an. Eventuell können wir den Rider auch so benutzen, dass wir mit dem Intruder nächste Runde durchkommen. Ja, ehrlich. Ich meine, wir können zwei Foods opfern, ne? Plus eins, plus eins. Macht es Sinn, jetzt erstmal durchzulassen? Ich meine, die Brücke kann auch andere Sachen blocken noch, ne? Er greift nächste Runde durchlassen, ja. Jetzt ärgere ich mich auch ein bisschen, dass ich vorher mit der Spinne geblockt habe. Wenn ich den Griffen hier sehe, aber gut. Kann man vorher nicht wissen. Und wir ziehen ein Forest. Ja, immerhin bleiben wir uns treu. Schade. Schade, schade, schade. Ja, ich glaube, viel können wir da nicht mehr machen. Das bringt ja auch jetzt nicht viel, mit der Brute noch anzugreifen. Machen wir zwei Schaden, hat er 14. Ärgert ihn nicht wirklich. Und wir hatten Angst, dass wir zu wenig Länder spielen. Oh ja. Oh, Mensch. Stimmt. Ja, können wir noch ein paar rausnehmen. Dann kommen wir 40 Karten. Ich glaube nicht, dass ich angreife, oder? Was soll denn noch kommen? Eigentlich ist es durch. Dann können wir wenigstens noch mal drei Leben machen, in der Hoffnung, dass wir noch irgendwas ziehen, was ich nicht glaube. Ja, ja, ja. Nee. Nee. Nee, nee, nee. Ich weiß nicht, ob es sogar Sinn machen würde, vielleicht so einen kleinen Doppelblock auf den Propheten jetzt. Ah, es hault auch schon. Naja, naja. 2 zu 1 tauschen. Nee, ich würde auch keins rausnehmen. Das war nur ein Spaß. 16 Länder ist schon okay. Ach ja. Dafür haben wir den Counter, ja. So. Creatures you control. Okay. Und er kriegt einen Food-Token. Sehr schön. Ja, yeah, okay. Na, dann ist das mit dem Doppelblock jetzt auch nicht mehr so. Also, wir könnten höchstens mit den beiden, aber. Ah, zweite Karte ziehen. Cool. Dann kriegt der Wolverine jetzt hier seinen. Ach, shit.
Ja, die Skyns, ne? Waren echt gut, ja, das stimmt. Die haben uns ziemlich rausgenommen. Die haben das Tempo, also dass wir uns nur auf die konzentrieren mussten, damit die uns nicht. Achso, ich dachte kurz, was? Nur mit dem Griffin? Okay, P Propheten müssen wir blocken. Griffin können wir nicht. Wolverine überlegt da wahrscheinlich gerade. Können wir aber auch einfach tot blocken und die Brücke opfern. Das war's. Den Propheten wegmachen. Ist das eine Option? Dann ist der Intruder weg. Der Intruder ist nötig, um den wegmachen zu können, potenziell. Aber wir haben ja sonst. Ja, wir verlieren halt beide. Dann sind beide weg. Ja, dann sind beide weg. Aber die andere Frage ist, was haben wir sonst noch für Optionen? Aber ja, okay, dann behalten wir erstmal. Können wir nächste Runde ja immer noch machen. Hätten wir auch mit der Gingerbread angreifen können. Aber gut, dann hätte er vielleicht mit mehr angegriffen. So, letzte Karte. Ein Forest. Jo, nice. Schön. Okay, cool. Wir haben keine Option mehr. Nee. Ich weiß nicht, wir hätten noch einen Forest spielen können. Vielleicht hätte das was geholfen. Also man kann ja nie genug Forests haben. Noch zwei Forests und wir haben alle. Let's play all the lands, ja. Ja, ich habe leider eins auf der Hand gelassen. Das war's. Das war spielentscheidend. So was kommt jetzt Großes. Ach so. Langweilig. Mensch, hättest du noch was spielen können? Ja, bitte. Was passiert? End Response möchte ich bitte conceden. Nein, hier wird doch gekämpft bis zum letzten. Er macht hier 4 Schaden, hier macht er 11 Schaden. Wir könnten noch zwei, wir könnten uns noch 6 Leben machen. Und doppelblocken. Ah, wir müssen nicht mehr doppelblocken. Settle the wreckage. Ja, das wäre jetzt was. Ha, ich habe noch genau einen. Damit hast du nicht gerechnet. Was willst du jetzt machen? Er mildt meine Karten hier? Oh, das hätte mal was gebracht vorhin. Ah. Der Hunter. Oder die Hunter. Die Hunterin. So, dann konnten wir jetzt wenigstens noch alle unsere Wälder spielen. Komm, jetzt greif wenigstens mit allen an. Danke sehr. Nope, nope. Weiterklicken. Komm schon. Danke sehr. Blocken macht nochmal ein Food. Ha, nein, echt. Ah, Mist. Das hätte es vielleicht noch umreißen können. Minus 20. Ja, 0-1 sind wir rausgegangen. Aber die Skyns waren auch sehr ungünstig für uns. Aber was ich sagen kann,
Lass mich kurz nachdenken. Nein, ganz knapp hat es nicht gereicht. Die Spinne hat schon ein bisschen gebracht. Also der Einsatz war kurz, sehr kurz der Spinne. Aber die 1-5er kann in den richtigen Stellen schon was machen. Okay, wir haben wieder Länder auf der Hand. Kann man das auf der Hand lassen? Kann man das auf der Hand lassen? Der Paragon. Dann könnte man den All of Midnight halt ohne, also nur so spielen. Ja. Wir haben alle Farben. Ja, das stimmt schon. Es ist nur, ich habe das letzte Woche schon mal erwähnt. Meiner Erfahrung nach kommt das in 80% der Fällen vor. Zumindest vielleicht bei Best of One nur, ich weiß es nicht. Wenn man vier Länder am Anfang auf der Hand hat, in 80% der Fällen zieht man als nächstes ein Land. Und dann hat man schon fünf Länder. Ich werde es mir nichts machen und wenn er gegen angreift, den Paragon reinflechten als Removal und damit Order wiederholen. Positiv denken. Ich denke immer positiv. Aber die Taktik klingt ganz gut. Ja, das stimmt. Paragon, Flecht rein. Ja, macht keinen Sinn, den auch in meinem Zug zu spielen. Und mit dem Order wiederholen. Dann könnten, ja, okay, dann das stimmt. Dann könnten wir dann das Alter Fate auch nutzen. Aber bis wir dahin kommen, muss sich unser Gegner erstmal entscheiden, ob er die Hand behält. Also entweder lag es an Verbindung oder es ist nicht einfach gefallen, die Entscheidung. Oder doch Druck aufbauen und die 3-1er spielen? Achso, ist ja auch eine 3-1er. Ja, aber gut, die flächen wir jetzt nicht rein, wenn er nicht angreift. Der Rider für Druck ist gut, ne? Ja, alles klar. Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Und dann haben wir jede Runde 2 Schaden in der Luft. Und das ist gut. It's universally acknowledged that Magic Mana macht nie das, was man gerade braucht. Oh, Flutterfox. Okay. Was macht das? Plus 2, plus 1. Sollen wir hier wieder eine Trade anbieten? Ich meine, wir haben den Order. Angreifen, ja. Ich greife an. Okay, jetzt hatte ich die 2-2er liegen. Wir bleiben aber trotzdem wahrscheinlich bei der Taktik, dass wir den Paragon uns zurückhalten, ne? Den Dummy bringt jetzt nicht so viel. Ja, genau. Ja, alles klar. No, ich bin fertig. Land nicht vergessen zu legen. Na, mach ich nicht. Sowas passiert mir nicht. Niemals. Schon wieder 3 habe ich hier. Okay. Und er hat auch alles 3s. Sehr gut. Oder es ist 4 oder 5 farbig und ihm fehlt jetzt was. Ich habe den Hund erst seit kurzem. Hat er irgendwie Allergien gegen die Blumen? Oder warum niest er so oft? Eventuell opfern wir den Knight auch nicht und greifen nächste Runde für 6 an. Wäre auch sehr aggressiv. Das stimmt. Oh, diese 2-3er mit Death Touch. Ah, der kostet auch nur 2 Mana. Weil ich. Okay. Deals Combat Damage to a Player, draw a card. Okay, so weit wollen wir es eigentlich nicht kommen lassen, ne? Ich will diese 2-3er loswerden. Na, Fuchs durchlassen, aber ihn trotzdem reinflashen? Würde ja schon Sinn machen, ne? Und die nächste Runde als Removal und jetzt gar nichts machen. Okay, alles klar. Das kann ich sehen, ja. Weil nächste Runde wird er auf jeden Fall mit dem angreifen. Und wir halten uns den Rider zurück, oder? Wobei, würde mit 6 angreifen und was anderes zum Blocken nehmen. Um was anderes zum Blocken. Also ihn jetzt doch reinflashen und. Ja gut, dann haben wir den Dummy, ne? Zum Blocken.
Boah, okay. Auf wen höre ich jetzt? Sechs Mann angreifen. Klingt halt auch verlockend, aber. Ach, ich weiß es nicht. Was macht für mich jetzt mehr Sinn? Ich glaube, ich würde mir echt noch aufheben. Dann können wir ja aber eigentlich gefahrlos den Dummy spielen und obwohl, den Tausch werden wir ja anbieten wahrscheinlich. Wir werden ja mit der 3-1er nicht blocken, sondern mit dem Paragon direkt. Aufheben ist gut. Genau, erstmal angreifen. Ja. Gut, wir haben noch das schon erstmal das Land gespielt, ist aber ja nicht schlimm. Würde er, denke ich mal, durchlassen. Yep. Dann können wir ja eigentlich noch den Dummy spielen. Das sieht auch eher so aus, als hätten wir sonst nichts. Und mit viel Glück können wir nächste Runde für 6 angreifen. Nee, können wir nicht. Ist ja Quatsch, wir blocken. Dann für 5. Oh, die Karte kenne ich. Hat er sich jetzt gerade echt eine 3-3, ja? Okay. Und der Fuchs fliegt. Genau, vielleicht hat er Removal für den Dummy und dann hat er kein Mana mehr offen, ja. Ha, ja. Zu spät. Death Touch auf den Dummy und den Opfern. Ja, das können wir auch machen. Da haben wir die 3-1er noch, ne? Ein Swarm. Okay, so. Die Spinne kann sich um den Fuchs kümmern. Das hier anzubieten. Na, wahrscheinlich greife ich mit beiden an. Ja. Und den Order of the Midnight habe ich in der Hinterhand. Das sieht nach einem Plan aus. Ja, genau, jetzt erstmal beide attacken. Er wird doch nicht. Ah? Ja, und der. Ja, genau. Aber es ist der Rider, der stirbt. Ist jetzt so die Frage. Den Rider wiederholen. Der Paragon wiederholen ist ja schon schöner, ne? Ja, dann ist uns das egal. Ja, okay. Das sehe ich auch. Aber wir können die Spinne immerhin spielen. Dann haben wir was für den Fuchs. Das geht. Achso, das geht auch auf den Fuchs. Okay. Ja, kostet halt nur 3 Mana. Okay. Wahrscheinlich wird er dann jetzt nicht angreifen. Alles klar, wir ziehen noch ein Land. Ach, jetzt aber schon wieder ein bisschen viel Länder hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zu 6. Okay, ja. Doch, wahrscheinlich Tausch anbieten und dann wiederholen, ne? Spinnelingo. Achso, nee, das noch vom letzten Mal. Würde ich sagen. Mana haben wir dann ja auf locker für das Spielen, Ausspielen, offen halten. Okay. Yes, do it.
Ja, wir haben auch Death Touch, das stimmt. Dann können wir noch nicht alles machen, aber immerhin. Erfreulich. Flash? Nee, hab ich. Das ist sehr gut. Und er greift aber nicht an, sondern hat jetzt diese zwei Vierer zum Blocken da, ne? Oh, okay. Nächsten Zug Attack und ja gut, überleben wir dann nicht, ne? Und oder kann nicht blocken, okay. Aber es macht doch, macht es jetzt Sinn, rein zu flashen? Und mit beiden dann anzugreifen und das mit dem Lash dann den Fuchs wegzumachen. Er scheint ja nicht mehr viel zu haben. Das habe ich geschrieben, bevor die Helbe ankam, ja. Nee, nein, macht keinen Sinn. Also lassen wir ihn erstmal. Aber wir werden ja wahrscheinlich mit dem Order angreifen, da kann er eh nicht blocken. Und mit dem Lash können wir uns den Fuchs aus dem Weg räumen, ne? Also behalten wir den uns auf der Hand. Okay. Gut. Noch ein Land. Ja. Der Order kann geblockt werden. Ach so. Ja. Ach so, meine Idee war jetzt, ich greife mit ihm an. Und er wird sich ja schon denken, dass ich irgendwas haben muss, wenn ich jetzt angreife. Weiß ich nicht. Order gegen Fuchs tauschen war jetzt so meine Idee. Aber, Er kann ruhig angreifen, genau, okay, ja. Na, und wenn er blockt, dann genau, machen wir das Lash drauf und alles ist gut. Und wenn nicht, haben wir die Spinne da. Wenn er nicht blockt. Ja, genau, lässt er durch. So viel kann er irgendwie nicht mehr haben, wenn er jetzt hier den stärker macht und, ja. Oder er hat noch was Schickes. Weiß nicht. Vielleicht fehlt ihm Land für das, was er noch auf der Hand hat. Ja, stimmt. Ja, natürlich wird er nicht blocken, ja. Any artifact or enchantment on the battlefield. Okay, jetzt hat er eine 6-6er und greift an. Oder? So, wir werden jetzt wahrscheinlich blocken. Oder auch nicht. Alles klar. Gut, dass wir so viel Mana haben. Ja, das geht. Genau, wenn der Fuchs dann der Spinne und geben Lash. Erstmal attacken. Okay. Ja, ich hätte. Oh. Ja, das war jetzt dumm. Oh, das war dumm. Ach. Das geht ja nur als Sorcery, ne? Ja, aber er hat nicht geblockt. Aber gut, wir haben es auch nicht drauf gespielt. aber wir können es ja jetzt drauf spielen, ne? Warum nicht? Ja, wir haben es jetzt einmal gespielt. Komm. Ja. Ja, in Turn.
Ja, irgendwas muss er jetzt machen. Jetzt greift er an. Ja. Okay, was könnte er da haben? Didn't say please. Ja, aber irgendwas hat er ja noch. Spin a lash, good game ist es gerade noch nicht. Ha. Counter-Target spell with mana cost 3 or less. Okay. Da war also noch was. Schade. So, und das Ding hat ja Vigilance. Okay. Dann halt, ja, nee, dann so. Wahrscheinlich machen wir das mit dem plus 1, plus 1. Immer zuerst den Pumpspell und dann die Blocks ansagen. Achso. Ja, in dem Fall wäre das besser gewesen, das stimmt schon. So, machen wir jetzt einen Angriff erstmal und schauen, ob er durchlässt. Do it, Order. So, okay, das Gerät wird er nächste Runde spielen. Aber wir könnten da jetzt eigentlich hier eine Marke vielleicht lieber auf den Rider machen. Okay, alles klar. Ja, war auch mein Plan. Damit sind wir zu gut aufgeteilt, ja. Zefaren, du auch hier. Naja, baut. Ah, gut. Er hat jetzt nichts mehr. Immerhin. Er greift an. Achso, ja gut. Er fliegt. Ja, natürlich greift er an, hat Vigilance. Irgendwas kaputt. Nee. Okay, den spielen wir jetzt noch nicht, ne? Oder? Nee, er hat da drei Blocker. Das wäre Quatsch. Plus eins auf den Rider. Ja, wir spielen Trail of Crumbs. Opfern ein Food für den Rider. Macht das Sinn? Und machen den Flutterfox kaputt damit? Wie viel müssen wir bezahlen? Eins. Eins, zwei, wir haben sieben Mana. Das kostet 1, 2, 3, 4, 5 Mana. Und killen den Fuchs. Okay. Jo, das klingt doch nach einem Plan. Okay, für Mana passt das hier. So, das heißt, okay. Sacrifice a food. Target a creature. Die. Sacrifice. Autopay. Ja, das passt. Schade. What? Nein! Ah, oh, ja gut, ist nicht so wichtig. Und wir können ja eigentlich mit beiden an. Ja, da kann ich nicht blocken. Und wir kriegen noch Leben. Okay.
Spiel ist schnell. Ah, wir haben ja auch keine Reserve hier, dadurch, dass wir uns ein bisschen Zeit gelassen haben, um auf Feedback zu warten. Ja, dann musst du blocken, wa? Genau. Achso, wir haben ja das noch. Ist egal. Ja, ist egal. Wreck of the Paragon. Ja. Weiß ich nicht. Kann ich ja nächste Runde auch noch machen, oder? Ich kann es mir jetzt sogar noch aufheben und im Notfall vielleicht auf den Midnight machen. Es macht eigentlich sogar mehr Sinn auf den. Ja, auf jeden Fall macht es mehr Sinn auf den Midnight. Jetzt in der Situation macht es jetzt mehr Sinn auf den Midnight. Ja. Also ich habe mir gedacht, das macht jetzt hier nicht so viel Sinn, weil es ist ja nur eine 4-2er. So, und hier ist die 2-2er. Das heißt, ich kann eh nicht safe blocken. Und er kann auch noch ausrüsten hier und so, ja. Gut, ich hätte dann jetzt hier, aber. Ja, aber er hat ja jetzt 4, ja. Das stimmt. Cool, 1-1. So. Ging jetzt 21 Minuten das Spiel. Uiuiuiui. Was nicht ohne. Ja, gut Game. Das war ich aber auch nicht ohne. Muss man auch mal sagen. Ja, aber dann wird es, glaube ich, wenn es jetzt so weitergeht, wird das mit einem zweiten auf jeden Fall nichts. Es ist heute auf jeden Fall, das muss ich sagen, ein anderes Draften als sonst. Dank der vielen Unterstützung dabei. Dafür schon mal vielen Dank. Schon wieder der Paragon hier. Und ich darf auch wieder anfangen. Okay, ich kann mich nicht beschweren. Noch mal Wald, diesmal Wald. So, es macht Sinn, jetzt den Rider zu spielen, wahrscheinlich. Ja, Zug 2 Rider, Zug 2 Trail. Ah, genau. Ja. Einmal Rider. Gucken, was kommt. Mildeck, okay. Nein, da ist mein Forest. Jetzt macht hier Sinn, macht es nicht Sinn, irgendwas zu forcen. Damit können wir noch leben. Hey, wir unterstützen normalerweise auch, nur halt meistens eher nicht so produktiv. Oh, Entschuldigung, natürlich. Der Wolf Turn 4 wäre ein Träumchen. Ja, schon, ne? Jetzt ist nur der Forest hier und nicht hier. Das, was Timo sagt. Color Coding, ja. Ja, Angriff macht, glaube ich, keinen Sinn, weil. Nee. Nee, macht natürlich keinen Sinn. Ich weiß nicht, ob wir in der nächsten Runde uns den Appetit spielen hier. Ja, wir können ja damit Land auch finden, ne? Dann haben wir immerhin hier eine 8-6er. Die blocken kann. Wenn ich euch zu sehr zuspamme, sagt Bescheid, dann halte ich mich zurück. Also von meiner Seite aus nicht. Oh, nicht noch ein Wald. Ach, komm schon. Nein! Ja, da ist er nicht. Toll. Doch, ist das jetzt eine Linie, die wir fahren können? Er hat drei Mana offen. Nein. Ach was, endlich war wer mit Wissen. Ja, okay.
Nein? Ist das jetzt ein Nein zu, dass wir diese Linie nicht fahren? Verdammt, ich weiß es nicht. Zu was war das Nein? Oh mein Gott. Also, Rider pumpen und den Monitor loswerden, macht das Sinn? Ich meine, mir geht es vor allem um das Food opfern. Auch. Ich glaube, ich würde angreifen und pumpen. Okay, alles klar. Cool. Frage ist. Nein zum Spam. Okay, alles klar. Danke. Hat er noch irgendwas? Er hat noch irgendwas. Hier dieses Target Feature. Nein, didn't say please. Das heißt, wir können nicht mal opfern. Ah, ich hätte mit dem Reiter opfern können. Ja, das wäre. Ja, das hätte ich machen müssen. Stimmt. Sacrifice of Food hat er ja auch. Hat er ja auch. Ja. Oh, das gibt's doch nicht. Wie viele Wälder hat er mir denn jetzt hier schon weggenommen? Ich finde das nicht fair. Gar nicht fair. Okay, Bacon True Pie lassen wir noch bis nächste Runde. Ja, wir lassen einfach offen wahrscheinlich. Dass er das vielleicht vorher macht und dann könnten wir den Kollektor kaputt machen. Genau, wenn er schön Marken verbraucht hat. Aber wir warten nicht noch eine Runde, ne? Das macht nicht so viel Sinn. Nee, müllt uns ja auch eine Karte. Wir hoffen, genau, er macht das da drauf. Sehr schön. Vielleicht Blacklands und den Korridor killen. Ja, doch, das könnte ich sogar eher sehen vielleicht. Und das heben wir uns dann noch eine Runde auf. Er hat noch einen Didn't Say Please. Nein, hat er nicht. Nee, jetzt lieber Eye Collector. Aber den kann ich ja nicht blocken. Na, aber dann. Ja, ist zu spät. Kommt jetzt nochmal ein Wald? Nein, diesmal ist es ein Sumpf. Okay. Ah, schade. Jetzt können wir nicht mal mit dem. Ah, oh, noch ein Sumpf. Hat er noch irgendwas auf der Hand? Ich dachte, wenn er beide verteilt. Ach so. Ja, okay. Ja, aber so heben wir uns das auf. Vielleicht wird es uns aber gecountert nächste Runde. Könnte auch sein, ne? Oder wir holen uns. Na, wir können ja nicht beides machen. Also nicht. Ich hatte wieder wie vorhin gedacht, dass wir den Paragon wieder auf der Hand haben. Ja, ich heb das Bake auf, ja. Es war höchstens wieder der Gedanke, das spielen, zurückholen, Paragon noch offen haben, aber dafür brauchen wir 6 Länder. Bringt nichts gegen Flieger. Ach, der kann auch nicht blocken, stimmt ja. Ja, ich wollte mit dem blocken hier. Das war mein Denkfehler. Yes, do it. Komm schon. Ja. Oder machen wir das jetzt in Response? Nee. Whenever enters the battlefield, ne? Sacrifice another black creature, draw a card. Das bringt jetzt auch noch nichts. Ich weiß nicht, spielt er noch was? Er hat noch 2 blaue offen. Gab es einen Counter für 2? Endlich! Yes! Hat er noch was? Für 2 blaue? Okay.
Bringt der was? Nee, der Paragon ist schon sinnvoller, ne? Witchstalker. Obwohl, wir haben den Order. Nein, wichtig, du kannst, der ist gut mit Food. Also den... ist der Witchstalker besser als der Paragon? Aber Paragon könnten wir... Food macht den Wolf indestructible. Den hier, ne? Jo. Okay. War das jetzt clever? Ja. Und wir haben dann ein Food mehr. Okay, sie ist kein Problem. Er hat jetzt aber drei Mana offen. Nein, hat er nicht. Also. Oha. Oh yes. Aber wir werden ja trotzdem erstmal wieder den Wicked Wolf spielen, schätze ich. Und Ayara wegmachen. All the food synergies. Oh yes. Oh yes. Okay, nächste Runde greift er leider an. Das können wir nicht ändern. Wir können halt noch den Order spielen. Die zwei Mana haben wir noch. Und end turn. So. Wieso nein? Hätte ich mir zwei Mana offen lassen sollen? Card Draw. Achso. Und einmal offen, ja. Okay, puh. So, was machen wir jetzt? Wir haben den Wolf. Den Wolf könnten wir, mit dem greifen wir wahrscheinlich an, dann können wir ja zu einer 4-4er machen. Was spielen wir noch? Das heben wir uns vielleicht erstmal auf. Put two counters on target creature. Das heißt, wir könnten hier eine 4-4er draus machen auch. Und hätten dann noch zwei Mana offen. Und heben die uns erstmal auf. Ich habe auch nicht mehr so viel Leben, ne? Ups. Oh. Außer Sacrifice, ne? Okay. Ja, habe ja auch den Hunter gespielt. Ja, stimmt. Noch ein Hunter, dann haben wir genug Food, um uns Leben zu halten. Ja. This was the plan. Okay, er greift mit beiden an. Alles klar. End turn, wenn keine Kreatur kommt, sack Food in den Wolf. Aber kam ja. Können wir schon gebrauchen. Er greift nächste Runde mit 5 an. Ja.
Vielleicht trotzdem Card Draw? Hm. Ja, okay, komm, wir machen es mal. Eins, eins, zwei. Oder macht das Land mehr Sinn? Ein bisschen Land könnten wir gebrauchen, ne? Ja, Zeit, ich weiß. Er macht ja nur zwei Leben. Ne, macht er nicht mal. Er macht nur eins. Land, ja. Oh, eine Brücke. Ja, er macht nur eins, ja. Okay, so, wir müssen Food machen. Er wird angreifen, ja. Es wird auch angreifen. Da würde er hier blocken, aber wir brauchen ja das Food. Also greifen wir erstmal mit beiden an. Ja, sobald er angreift, gibt es ein Food, was ich im Notfall auch hier nutzen könnte. Oder trotzdem auch mit dem Wolf, ne? Ja. Was soll sonst kommen gegen den Wolf? Wäre natürlich super, wenn er den Wolf blockt. So, was spielen wir? Wir spielen vielleicht noch ein Hunter. Belassen es dann erstmal dabei. Flyer auch, der kann. Ach, der Flyer kann eh nicht blocken. Natürlich, mit dem hätte ich auch angreifen können. Stimmt. Gut, wir lassen uns ja was. Ich frage, spiele ich noch die Brücke? Als. Nein, blocken. Nee. Im Notfall kann ich die beiden Foods opfern. Das macht da mehr Sinn, wahrscheinlich. Wenn ich blocke. Wir müssen dann Food essen zum Überleben, ne? Wir lassen erstmal das so. Also noch geht's. Ja, da können wir nicht viel machen. Können auch nicht blocken. Viel haben wir eigentlich noch? 14, okay. Jetzt wird es langsam knapp. Boah, noch so ein Typ, ey. Na, das können wir eigentlich auch am Ende des Zugs machen. Wir brauchen wahrscheinlich immer noch Länder. Hat er eigentlich Reach? Nee. Dass die Bären bringen uns nichts. Ja, wir brauchen Länder. Für das Food. Naja, ah, okay. Weapon Rack. Wir haben 8 Mana. Schade. Verlieren wir einen. Der Wolf kann indestructible werden, ja. Aber bringt uns, ja. Ja, nee, um den hatte ich jetzt keine Angst. Aber wir verlieren halt einen Hunter, leider. Aber das ist dann so, da haben wir auch nichts.
Das ist Sorcery, was wir dagegen machen könnten. Für ihn wird es halt auch nächste Runde langsam knapp, ne? So, wir werden wahrscheinlich... Wir können uns den leisten zu spielen, potenziell. Und dann noch die Bridge. Achso, ne, ich habe jetzt den Bridge-Stalker gespielt. Ja, geht auch, ne? Kann doch sein, dass wir Trail of Crumbs... Trail of Crumbs dadurch nicht nutzen können jetzt. Weil wir beide Foods brauchen. Tail. Tor. Ich überlege noch, auf wen spiele ich das? Ah, okay. Ach so, es reicht ihm dann. Hä, kann ich das Feld mich nochmal angucken? Okay. Ah doch. Hätte das jetzt auf den Witchstalker mehr Sinn? Oder bei Witchstalker wäre es dann eine 7-7er. Er hätte dann... Damit wären 2 durchgegangen. Wäre auf 4 gegangen. Reach. Ach, Reach. Ah, Reach. Das Zauberwort ist Reach. Ja. Nice, dann können wir im nächsten Zug 2 auf den Flyer machen. Das hier. Ja, okay. Das Reach war's. Ja, ich verstehe. Ja, okay. Acht, acht, Trample Wolf kann schon was, ja. Outlaws Merriment. Hat man noch gar nicht bisher. Okay, nice. Dagegen gespielt habe ich schon öfters mal. Ach so. Statistik anpassen? Ah ne, wir sind relativ aktuell. Okay. Ich dachte, ich habe es jetzt schon 2 Runden verpasst. Okay. Ja, läuft ganz gut. 2-1 ist okay. Lass mal gucken, wie viele Runden wir noch hinkriegen. Es ist schon 10 nach 11. Dr. Felipe, 1, 2, 3. Und ich darf schon wieder anfangen. Heute ist mein Glückstag. Achso. Ah ja. Gut, aber wir haben hier... Meine Idee vor dem Food, das Adventure auf dem Flyer, dann kann... Da muss man auf den Trample Wolf und dann noch das Turnival plus 2, 2 auf den Wolf, der 8 Trample und der Rest von uns auch. 8, er kann dann den Schaden nicht mehr verhindern. Ah, noch ein Wald. Ah, komm. Zu 1 tauschen ist schon ein bisschen, naja. Ah, dieser Gargoyle. Okay. 5-4er. Ist wieder Mildeck. Der Gargoyle. Ja, ist schon. Ja. Ah ja, stimmt, der kann nochmal
Ja, each player mills a card, ist auch nicht nett. Ja, okay, dann tauschen wir mal hier. Vielleicht ziehen wir ja noch einen Sumpf, dann können wir auch was wiederholen. Schade. Okay, jetzt kommt natürlich der Eye Collector hier. Ach so. Alles klar. Ich dachte jetzt schon. Was war das denn für ein Zug? Hey, ein Sumpf! Junge! Wie gut! Ja, jetzt angreifen. Jetzt will er ja nicht mit dem Gargoyle blocken. Leider, leider, leider. Smitty. Jetzt würden wir 2 zu 1 gegen entweder Eye Collector oder den Monitor. Wahrscheinlich den Monitor tauschen. Das ist nicht so cool. Der kann leider nicht blocken. Ha. Noch eine Karte weniger, dann kann er nicht mehr tauschen. Ja. Ich weiß nicht, was soll ich. Macht ja keinen Sinn hier, ne? Ich bräuchte höchstens ein Food. Dann könnte ich ja tauschen. Das wäre schön, aber ich habe kein Food. Vor allem, wenn ich ein Food habe, dann muss ich noch. Ja, nicht mehr blocken. Ja, ich weiß auch, was du meintest. Nee, es macht keinen Sinn. No Attacks, aber spielen macht ja auch nichts. Okay. Ich sehe ihn wieder. Ja, bist wieder da. Sehr schön. Ja, OBS hat sich verabschiedet. Qualitätssoftware. Okay, Holy Artist, mach's gut. Vielen Dank für die Hilfe, für die Unterstützung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Eine gute Nacht. Falls du es noch gehört hast. Hat ja ein bisschen gedauert, bis ich wieder da war. So, next. Wo bin ich stehen geblieben? Der kann nicht mehr blocken, der Kollege. Ich dachte schon, ich war's wieder. Nein, diesmal lag's an mir. Ah, was machen wir denn? Appetite bringt nichts. Der kann nicht mehr blocken, aber hier kann noch geblockt werden. Dann ist der Rider einfach tot. Das wollen wir auch nicht. Okay. Ach, ich weiß es nicht. Könnt mit beiden angreifen, aber da haben wir gar nichts mehr. Ah, jetzt kommen die Nulltiere. Oh, das stimmt ja. Ach so, es ist eigentlich YouTube. Habe ich den ganzen Abend noch nicht geguckt, ob da irgendwas kam. Glück gehabt. Das kann er ja auch angreifen. Cool. Ja, ich kann nicht blocken als Flieger. Ah, oh, wie nervig.
Ich brauche Food. Give me some food. Überleben wir nächste Runde noch? Ja. Nee, es reicht ja nicht. Nächste Runde bräuchte man Land mehr. Nein! Ach. Ja, jetzt überleben wir es auf jeden Fall nicht mehr. Ach, Mist, 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 Mist. Nicht gut gelaufen. Autsch. Der kann eh nicht blocken. Das war's. Egal, machen wir das noch und dann. Das hätten wir. Naja, gut, er macht ja 9 Schaden. Ach, können wir nichts mehr machen. Blacklands bringt auch nicht viel, das sind alles Flieger. Nope. Dann spielen wir den. Das wäre halt die Runde vorher schon schöner gewesen. Dann hätten wir jetzt das Food gehabt. Wicked Wolf mit Fighten hier auf den Gargoyle. Ein Problem weniger. Ja, nee. Ich weiß nicht, ob wir. An irgendeiner Stelle hätten wir das Appetite spielen sollen. Das wäre schon nicht schlecht gewesen. Naja, 2-2. Safe. Naja, it's something, ja. Immerhin. Kriegen wir ja noch einen dritten hin. Die 3 ist immer ganz okay, oder? Sagt man doch, glaube ich. Wenn man 3-3 rausgeht, dann. Fünfzig, 50 ist okay. Gerade auf Bronze ist das super. Auch auf Silber und Gold ist immer noch okay. Achso, jetzt habe ich vergessen zu gucken. Aber jetzt darf mal der Opponent anfangen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich nebenbei es schaffe, da zu gucken. Oh, sehr gut. Alles klar, nice. Aufnahme läuft noch. Das ist das Wichtige, was ich wissen wollte. 50 Minuten ist gut, glaube ich. Ja, das ist okay. Erstmal eine Cabin. Das ist. Ach so. Ah, das ist human. This is human. This is not a human. Alles klar. Hat er was zum Flaschen? Glaub.
Okay, dann kann nächste Runde kann der Hunter kommen. Runde drauf kommt der Witchstalker. Each creature you control has an adventure in the battlefield. Additional plus one plus one. Okay, alles klar. Grün-weiß. Okay, verstehe ich. Ja, trotzdem der Hunter, ne? Plan hat sich nichts geändert. Können nur nicht mehr angreifen. Okay, vielleicht hat er was zum Verstärken. Als Adventure-Deck hat es dieses plus 2 plus 1 oder so, ne? War doch das, glaube ich. Das heißt, ich müsste hier dann tauschen. Oder was? Plus 2, plus 2. Ah, oder sowas. Okay. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Das Appetite. Der Order kann das ja im Notfall wiederholen, aber so können wir jetzt hier. Boah, okay. Okay. Dann machen wir das doch lieber so. Achso, wir hätten auch den Dings machen können. Ne, er wird ja hier dann blocken, ne? Das machen wir erst später. Nächste Runde kommt der Giant. Der hat auch. Er hat keinen Reach. Okay. Okay. Giant und Hunter zurückholen wäre eine Variante vielleicht. Oh, hast du was für meinen Witchstalker? Mit Weiß und. Ach ne, es wäre doch plus 2 für 2 Mana. Okay, das hätte auch gar nicht funktioniert dann. Alles klar. Und er ist eine 4-3er. Okay, das heißt, er könnte hier einen Doppelblock machen und macht mir dann 9 Schaden. Aber seine sind beide weg. Nee, sind sie nicht. Nicht, wenn ich das nicht vorher. Okay. Das war vielleicht nicht ganz so schlau. Ich hätte schon noch den Waffenrock drauf spielen müssen. Nicht Waffenrock. Rack. Okay, blockt er nur so. Ja. Machen wir. Ist okay. Das ist vollkommen okay. Spielen wir denn Midnight-Kollegen jetzt? Nee, ne? Macht jetzt keinen Sinn. Können wir noch eine Runde warten und gucken, ob er den Witchstalker wegmacht. Glaube ich. Auf die kommt es jetzt nicht an. Hunter hätten wir eh nicht spielen können. Jetzt ist es schon. Wie viel kostet eigentlich zum Ausrüsten? 5. Eine 8-7er und eine 7-7er. Alles klar. Nice. Good game. Safe.
soll ich sagen, soll erfüllt quasi. Was sind wir jetzt eigentlich hier bei 82? Okay. Den Kladderadatsch hatten wir auch erfüllt. Sehr schön. Wo ist mein Draft hin? Da ist mein Draft hin. 50-50 schon mal. Mehr. Was will man mehr? Nüscht. Ja, seid ihr eigentlich auch alle so gespannt auf morgen? Also ich bin auf jeden Fall auf morgen gespannt. 17 Uhr geht's los. Ich freue mich vor allem auf den neuen Trailer. Ja, also es wird bestimmt wieder einen Trailer geben. Mal gucken, was sie diesmal für Musik benutzen. Ob es wieder was Komponiertes ist, wie bei... Oder ob sie... Ja, Land wäre schön gewesen. Oder ob sie doch irgendwie... wieder irgendein Poplied nehmen quasi. Spoiler Season, ja genau. Und ab morgen geht dann die Spoiler Season auch los. Tag für Tag werden neue Karten. Schon wieder kein Land. Eieieiei. Hoffentlich wird es besser als der Korea Trailer. Den fand ich ein bisschen meh. Also ich fand den noch ganz gut. Fand ihn ganz lustig, wobei das Lied natürlich schon ein bisschen... Ja, auch so ein bisschen ausgelutscht ist vielleicht. This makes 3 damage. Hey, den habe ich auch. So, ich würde gerne was für 3 Mana spielen, kann ich aber nicht. Dummy oder Rider? Vielleicht ein Rider. Und Angriff. Nee. Aber ich fand auch schon, dass sie von Trailer schon irgendwie so ein bisschen gefühlt von Trailer, also von dem War of the Sparks so. Es ist immer so ein Stück für Stück weniger cool geworden. Das fand ich schon. Beiden Angriff. Was hat er denn, dass er, wenn er jetzt mit beiden angreift? Er kann hier 3 Schaden schießen. Okay, cool. Kannst du machen. Das heißt, entweder du planst das zu machen, damit ich meine Brücke verliere. Aber was ist dein Plan? Okay. Das war dein Plan, alles. Okay. Ah, cool. Land? Land? Na? Ah, schade. Land wäre schon nice gewesen. Land, 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 Land. Da ist der Wurm drin heute. Also nicht heute, in dem Spiel ist der Wurm drin. Ein bisschen screwed. Ah, das können wir mal eintragen hier. Dafür haben wir doch den Counter. Alles heute noch im Rahmen.
Ja, nice. Tauschen wir 2 zu 1. Ist okay. Nein, nicht ganz. Wir tauschen 2 zu 2. Und jetzt ein Land, oder? Ja, unbedingt. Bitte, ein Land. Das ist schon übel. Wir hatten unter den ersten 12 Karten des Decks nur zwei Länder. Land, dann bitte. Ich möchte bitte ein Land ziehen. Endlich. Puh. Vielleicht reicht das jetzt, dass wir uns stabilisieren können. Na, hat er irgendwie noch was auf der Hand? Nice. Das war vielleicht eine komische Runde. Oh mein Gott. Oh je. Ja, Silber, sehr schön. Okay, ja. Schön. Warum nicht? Kann man machen. Okay. Ja, geht noch. Zeitlich geht das noch. Könnten noch zwei Runden drin sein. Ja, auf die Spoiler-Season bin ich auf jeden Fall auch gespannt. Es gab ja jetzt ja schon die You Go First. Okay, könnte funktionieren damit. Die zwei der Planeswalker wurden ja schon veröffentlicht. Wollte gespoilert sagen, aber es war schon offiziell. Ich habe auch erst, wo ich das gelesen habe, dachte ich auch erst so mit, hä? Was ist das denn jetzt? Also ich habe erst nicht genau, nicht gedacht, dass die echt sind. So im ersten Moment war das so mit, hä, wieso sollten sie die jetzt schon veröffentlichen? Aber es hat ja Sinn gemacht dann mit dem Update für Arena, dass man sie dann vorher schon veröffentlicht. Und diesmal rot. Haben wir überhaupt schon mal gegen ein Deck gespielt, was... Ja, wir hatten schon mit Rot, aber vielleicht hauptsächlich diesmal? Das wäre das erste Mal. Wir haben auf jeden Fall schon gegen einige Mildecks gespielt. Draw 2? Okay. Yes, please. You go, ja. Ob das jetzt so gut war, weiß ich nicht. Dass man den Order zurückholen. Ach, nicht den Order, den Rider mit dem Order. Beziehungsweise mit dem Auto Fade. Eine Trebuchet, die hat Reach, ne? Alles klar. Schade. Okay, das heißt, wir könnten... Länder haben wir jetzt schon genug auf jeden Fall. Packen wir das Feld voll und... er kann ja halt blocken, ne? Das blockt er, okay, ja, das macht Sinn. Aber gut.
Das geht vielleicht durch. Alles klar. Dann spielen wir jetzt unsere Spinne und... Ich glaube, besser wird er nicht, ne? Also so selten, wie wir jetzt hier irgendwie schon mal was machen konnten in die Richtung. Dann spielen wir Smitty in der nächsten Runde. Da haben wir immer eine 2-1er. Die... Ah, die 1-1er Red Tokens sind halt ein bisschen nervig, gerade gegen Ryder und so. Oh nein, nicht schon wieder. Puh. Oh, das ist nicht schön. Das ist gar nicht gut. Mm. Was? Ach, Grade 2. Zwei gleich? Okay. Zwei ist ein bisschen viel. Das ist schon eine recht gute Karte, oder? Im Limited. Also für das Deck. Fahr mit denen noch zusammen. Na, warum nicht? Und wir ziehen Länder. Nice. Wo ist mein Counter? Das kann man ganz klar zählen. Das sind wieder zu viele Länder. Ja, der Angriff bringt nichts. Hier blockt er mit der Ratte wahrscheinlich. Wenn wir mit der Spider angreifen, blockt er mit dem Retter. Ah, ist schwierig, ne? Oh, das sieht nicht gut aus. Angriff bringt halt nicht viel, ne? Also klar, wir könnten mit der Order wieder angreifen. So, yay. Wird geblockt. Den Rider gegen so einen Token tauschen ist halt nicht so cool. Was gibt's denn da noch lange zu überlegen? Ja, jetzt frage ich mich echt, was es da so lange zu überlegen gibt. Denkt er noch, ich habe was auf der Hand? Ah, ja, gut. Stimmt, er weiß ja nicht, dass ich nur Länder habe. Yes. Nice. So war es für ihn nicht mal nötig, mir einen Schaden zu schießen, ne? So weit ist es schon gekommen. Boah. Das ist eine krasse Kombination, ey. Er macht sich jetzt einfach mal jede Runde schön zwei Tokens. Nicht schön. Boah, das ist jetzt die Frage. Wahrscheinlich ist es sinnvoller... Was ist sinnvoller? Die Trebuchet wegzumachen, damit der Order oder die Order hier durch kann? Und ich hier jede Runde zwei Schaden machen kann? Wahrscheinlich schon, ne? Der Mad Rider macht halt jede Runde aber auch diese 1-1er. Gegen die ich aber auch kommen muss. Ich nehme die Trebuchet. Ah, ich krieg beide vielleicht weg. Je nachdem, was er jetzt spielt.
Kann ja sein, dass er noch Schaden schießen kann. Irgendwas muss er ja auf der Hand haben. Ja, alles klar. Schade. Aber damit habe ich echt gerechnet, dass er noch irgendwas schießen kann. Aber die Royal Skyans sind halt jetzt sowas von im Weg immer die ganze Zeit. Was ruft denn der so, ey? Was soll das denn? Was hat er denn eigentlich hier so Länder bisher vor allem abgeworfen? Okay. At least 7 red mana. Okay, nochmal einer. Ah, das heißt, er konnte jetzt sogar in meinem Zug auch nochmal hier Ratten machen. Okay, die werden uns langsam überrennen. Okay, der Wolverine ist natürlich jetzt auch nicht so schön. Er hat echt das volle Paket hier, ey. Hilfe. Diese Mauer ist nicht so das Wahre. Schade. So. Das wird wohl unsere letzte Runde gewesen sein, glaube ich. Ich wüsste jetzt nicht, was wir da noch ziehen könnten, um rauszukommen. Puh, kann man machen, ne? Das Ding hat Erstschlag, ne? Das muss durch. Das sind 9 Schaden. Boah. So, das war's eigentlich. Yep, auf jeden Fall. Oh, wir können hier nochmal. Hey, wir können ja mal Schaden machen. Ha! Foolish coward. You will not block our noble path. Ja, erstmal noch ein bisschen pumpen hier. Erstschlag, Trappelschaden. Nice. Oh, nochmal mehr hier. 10 Ratten schon, ey. Wäre es besser gewesen, den Mad Ratter wegzumachen? Hätte das mehr Sinn gemacht? Sinn ergeben? Sinn ergeben, natürlich. Okay. Katsching. Ja, na gut. 4-3. Ist okay. Ne? Da kann man sich jetzt nicht so beschweren. Alles klar. So, haben wir hier noch ein bisschen was Mastery-mäßig. Können wir nochmal einen verteilen. Kling, kling. Shacklegeist, alles klar, fehlen noch 2. Haben nochmal ein Päckchen. Okay. Und da ist ein, oh, Circle of Loyalty. Er hat man noch gar nicht. Sehr schön. Richtig schön.
Ja, ist besser als 50% gewesen. Genau. Ah, sehr schön. War fündig, sitzt so. Kurz mal durchgucken, alles klar. Ganz erfolgreicher Draft, finde ich. War echt okay. Ja, krass, das ist auf jeden Fall der eine Draft, die 3 Stunden fast gefüllt hat. Sehr schön. Sehr gut. Da muss ich mir nicht Gedanken machen. Puh, ich dachte schon, wow, wenn das schnell geht, was machst du dann? Vielleicht noch einen. Wenn der schnell geht, leddern vielleicht. So, wo ist das Bildchen? Da ist das Bildchen. Jo. Also, um das nochmal einzublenden, weil ich es am Anfang leider immer vergesse. Das ist. Jedes Mal denke ich mir am Ende, mach das am Anfang rein. Und Titelbildchen, MTG Arena mit mir. Damit das ab und zu mal zu sehen ist. Von den Rechten her war das so, dass das Ganze natürlich ein Faninhalt war. Nicht gefördert und nicht gesponsert. Ups. Ups, was habe ich getan? Oh no. Lingering Ah! Soul. Es tut mir leid. Ups. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Dinge reinschreiben in den Chat, mitmachen, helfen vor allem heute auch wieder. Es hat mir persönlich großen Spaß gemacht heute. Kommende Streams, das sieht nach einem alten Plan aus. Battletoads war letzte Woche. Ach, das geht ja. Ja. Ansonsten, ich bin wahrscheinlich nächste Woche Montag hier, wenn nichts dazwischen kommt. Hundertprozentig kann ich das noch nicht versprechen. Geplant ist es auf jeden Fall. Kann aber auch sein, dass ich an dem Montag zu tun haben werde. Ich weiß es nicht, beziehungsweise an dem Dienstag. Es war sehr schön, danke für den Stream. Und da kam oben auch nochmal, thanks for the stream. Ja, bitte, bitte. Ich habe zu danken. Es war, macht sehr Spaß mit euch. War heute ein schöner Abend. Ich wünsche euch was, vor allem noch einen restlichen schönen Abend. Kommt gut in die Nacht. Habt noch eine schöne Woche. Viel Spaß beim Magic-Spielen. Ja. Ciao.